sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, wir freuen uns sehr, dass Sie trotz Rosenmontag sich die Zeit genommen haben, hier zu uns zu kommen. Auch wenn Fasching wahrscheinlich auch ein Resonanzraum ist, über den man mal sprechen könnte. Ich begrüße Gäste draußen an der Treppe. Ich hoffe, wir sind zu verstehen. Und ich begrüße auch diejenigen, die zahlreichen Menschen an den Bildschirmen. Die Veranstaltung, der Vortrag wird nämlich per Livestream übertragen, was natürlich nichts daran ändert, dass es viel schöner ist, dass ihr bei uns seid. Ich habe noch mal nachgedacht, als wir vor über 3 Jahren angefangen haben, diese Reihe ins Leben zu rufen, da dachten wir uns schon, es wäre irgendwie wichtig, mal besser zu verstehen, in welcher Zeit leben wir eigentlich. Es ist ja vielleicht einfacher, zurückzublicken, wie war das damals, oder vielleicht auch sich zu überlegen, wie soll es denn in Zukunft sein. Aber die Gegenwart, in der wir leben, zu beschreiben, das ist gar nicht einfach. Und genau das versuchen wir mit dieser Reihe. Und wir machen das chronologisch. Also wir haben angefangen vor 3 Jahren mit einem Vortrag zur Authentizität von Dietrich Dietrichsen, sind dann das Alphabet durchgegangen, Burnout, Copy and Paste und so weiter und sind jetzt, nur damit Sie wissen, wo wir stehen, beim Buchstaben R wie Resonanz. Und wir versuchen, diese Veranstaltung so zu gestalten, dass wir ein bisschen Abstand kriegen. Deswegen heißt die Veranstaltung auf der Höhe. Und Sie sehen hier jetzt, wenn Hartmut Rosa nicht seine PowerPoints hat, einen Jägerstand und die Sonne, wie sie aufgeht und wieder untergeht. Also sozusagen ein Tag, der für uns in eineinhalb Stunden stattfindet, die wir jetzt gleich beginnen. So. Ich freue mich sehr, Hartmut Rosa begrüßen zu dürfen, der Ihnen wahrscheinlich allen bekannt ist. Zumindest denke ich, die Resonanz auf diese Veranstaltung spricht dafür. Ich will trotzdem noch mal erwähnen, dass Hartmut Rosa einer der interessantesten und auch sicher relevantesten Soziologen ist, die wir hier in der Republik haben. Hartmut Rosa ist schon vor 10 Jahren auffällig geworden durch ein sehr umfangreiche Überlegung zur Zeitstruktur in der Moderne. Da ging es um Beschleunigung. Man könnte vielleicht sagen, damals hat er die Diagnose schon ausgestellt. Wir sind vielleicht schon eher bei der Therapie so ein bisschen, nämlich Resonanz. Und hat jetzt in seinem neuen Buch aus dem letzten Jahr eine umfangreiche soziologische Theorie der Resonanz entwickelt, in der er auf zahlreiche Aspekte eingeht, von denen wir sicher heute noch hören werden. Hartmut Rosa ist Professor für allgemeine und theoretische Soziologie in Jena, ist außerdem noch Direktor Max-Weber-Kolleg in Erfurt. Ich will nicht weiterreden, sondern freue mich jetzt genau wie Sie auf den Vortrag. Wir freuen uns, Hartmut Rosa, dass du da bist und werden dir aufmerksam zuhören. Danach gibt es ein Gespräch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Peter Seller, für die sehr freundliche Einleitung und für die Einladung hierher zur Heinrich-Böll-Stiftung. Ich bin ein bisschen überrascht, dass die Grünen jetzt auf dem Jägerstand sind, aber nun gut. Die Aussicht von da oben ist auf jeden Fall ganz gut. Du hast recht, als Schwarzwälder müsste ich eigentlich Fasnacht machen bei uns im Alemannischen, aber da bin ich nicht wirklich ein Fan von. Insofern bin ich sehr gerne hierher gekommen. Ich möchte meine Resonanztheorie vorstellen, weil ihr jetzt beim Buchstaben R seid, wie Resonanz, aber tatsächlich das auch verbinden nochmal mit einer Zeitdiagnose. Mit dem Bild kann man schon Kontroversen auslösen, ob das nicht irgendwie bildungsbürgerlich verzerrt ist. Kommen wir bestimmt noch spätestens in der Diskussion hin. Ich habe beschlossen, dass ich jetzt wirklich versuchen will. Tut mir übrigens leid, dass nicht alle hier Platz gefunden haben. Ich hoffe, es ist auch anderswo auf den Treppen oder da im Foyer einigermaßen erträglich. Ich will mir Mühe geben, Sie nicht zu langweilen und aber trotzdem langsam genug zu reden, dass man noch mitkommt. Das ist bei mir tatsächlich nicht immer ganz leicht. Okay, also weil ich kann mich irgendwie schlecht bremsen. Gut.
Also ich möchte wirklich die Sache mit der Diagnose auch nochmal ernst nehmen und die ersten Teile relativ kurz und bündig machen. Ich glaube, ich habe jetzt das, was ich sagen will oder was ich als Diskussionsangebot anbieten will, ich habe das jetzt so gebündelt, dass man das kurz, präzise auf den Punkt bringen kann. Erst einmal, wir haben ja gehört, die Grundfrage ist, wie leben wir eigentlich und wie kommt es dazu, dass wir so leben, wie wir leben? Und meine Idee war, ich glaube durchaus in Anknüpfung auch an die ältere kritische Theorie, und vielleicht auch an das, was Soziologie eigentlich seit dem Anbeginn der Soziologie machen will, als Grundfrage nochmal zu nehmen, was für ein Weltverhältnis haben wir eigentlich eingenommen, entwickelt, aber auch institutionalisiert? Was für eine Beziehung zur Welt als Ganzes, zur Welt, die alles umfasst, was uns begegnen kann, also Menschen, Dinge, Tiere, Pflanzen, Stoffe, das Weltall als Ganzes. Was für eine Haltung nehmen wir dazu ein? Und damit möchte ich irgendwie anfangen und zu sagen, naja, strukturell haben wir eine bestimmte Form von Gesellschaft institutionalisiert, deren Kernmerkmal eine moderne kapitalistische Gesellschaft, deren Kernmerkmal dynamische Stabilisierung ist, das will ich kurz erläutern. Und dann dazu sagen, dass aber so ein System, von mir aus das Kapital, nicht alleine Wachstum, Beschleunigung und permanente Innovationssteigerung hervorbringt, sondern nur über uns als Subjekte, die diese Wachstum und diese Beschleunigungsphänomene und Prozesse in Gang halten müssen. Auch mit unserer Libido, mit unserem Begehren, natürlich auch mit unserer Angst. Und deshalb glaube ich, es gibt jenseits der strukturellen Logik ein kulturelles Antriebsmoment, ein Verheißungsmoment, das nenne ich Reichweitenvergrößerung oder Weltreichweitenvergrößerung. Und das will ich kurz darlegen. Dann mache ich den zweiten Schritt relativ kurz, weil ich das inzwischen schon ganz oft gemacht habe, auch schon hier bei der Böll-Stiftung, nämlich sagen, warum dieses Programm, diese Form von modern kapitalistischem Weltverhältnis nach meiner Diagnose zu ernsthaften Problemen führt, die wir allenthalben sehen, in der Umweltkrise, in dem, was ich Psychokrise nenne, auch in der Demokratiekrise. Und zwar strukturell über den Begriff der Desynchronisation und kulturell über den Begriff der Entfremdung. Sie sehen, ich versuche das immer doppelt zu machen. Ich glaube, wenn wir unsere Welt und unsere Gesellschaft und unser Leben verstehen müssen, können wir nicht über die institutionelle Wirklichkeit, die man unter anderem mit Kapitalismus beschreiben kann, hinweggehen. Die ist wichtig. Aber wir brauchen genauso die kulturelle Welthaltung, das, was uns antreibt, die normativen Ideale gelingenden Lebens zum Beispiel. Deshalb mache ich jetzt immer strukturell, kulturell. Also strukturell leben wir in dynamischer Stabilisierung, führt zu Desynchronisation als Problem. Kulturell folgen wir einem Programm der Reichweitenvergrößerung. Das führt aber hat eine ganz komische Kehrseite, führt nämlich zur Entfremdung. Und deshalb brauchen wir was anderes. Und dafür gibt es die Böll-Stiftung und die Grünen und auch andere Parteien. Vielleicht, naja, okay, die anderen Parteien lassen wir mal weg. Ja. Deshalb brauchen wir eine andere Form, strukturell und kulturell, des Weltverhältnisses. Und ich glaube, dass es strukturell eben nicht dynamische Stabilisierung, sondern adaptive Stabilisierung sein muss. Das will ich aber nur ganz kurz andeuten, um Ihnen dann das Versprechen einzulösen, darzulegen, was Resonanz ist und wie man die einsetzen kann, um Gesellschaft vielleicht zu verändern und Leben zu verbessern. Okay, also was für ein Weltverhältnis haben wir institutionalisiert. Ich glaube, dass man Moderne wirklich definieren kann. Da gibt es ja endlose Streite drüber und es gibt eine wachsende Zahl von Kollegen, übrigens zu meiner Beunruhigung. Ich finde, dass wir da zu viel verlieren. Die sagen, lass uns über sowas wie Moderne gar nicht mehr reden. Ja, vielleicht auch nicht über sowas wie Gesellschaft. Da gibt es immer den Verdacht, dass wenn man so Formationsbegriffe benutzt, die also Ganzheiten zum Ausdruck bringen, die Moderne oder die Gesellschaft, da schließt man immer Menschen aus, für die das nicht gilt, für die das anders ist, die da nicht gemeint sind. Ich finde aber, dass man trotzdem nicht darauf verzichten kann. Ich finde, indem man versucht, sowas wie Moderne zu definieren, schafft man dann einen Referenzpunkt, wo man auch sagen kann, ja, aber hier für die gilt es nicht oder in dem Bereich gilt es nicht. Also, ich glaube, wir können moderne Gesellschaften, unsere westliche, in Berlin ganz bestimmt institutionalisierte Lebensform so definieren, dass wir sagen, eine Gesellschaft ist dann modern, wenn sie sich nur dynamisch stabilisieren kann. Und das heißt, dass sie strukturell auf Wachsen, Beschleunigen und die Steigerung von Innovationsleistungen angewiesen ist, um sich zu erhalten, um den institutionellen Status quo zu reproduzieren. Sie sehen hier, habe ich auf PowerPoint schon angegeben, man sieht es ganz leicht im Wirtschaftssystem. Eigentlich sieht man es an dem anhaltenden Diskurs und ich würde jetzt wirklich sagen, von der AfD bis zur Linkspartei und übrigens auch mindestens zu einflussreichen Bestandteil der Böll-Stiftung, die sagen, Wachstum brauchen wir. Über Wachstum müssen wir nicht reden.
Warum brauchen wir Wachstum? Weil wir sonst den institutionalen Status quo nicht erhalten können. Ohne Wachstum, wenn die Wirtschaft nicht wächst, wenigstens langfristig, verliert sie Arbeitsplätze, dann machen Firmen zu, dann sinken die Staatseinnahmen, aber die Ausgaben steigen, zum Beispiel über Sozialprogramme, über Infrastrukturprogramme, kommt es zu Ungleichgewicht im Haushalt. Das führt dann auf Dauer zu sowas wie einer Schuldenkrise oder zu einer Währungskrise, zu einer Wirtschaftskrise. Dann kommt es zur politischen Delegitimation. Alles das können wir in Griechenland zum Beispiel sehen, insbesondere dort, nicht nur dort. Also es kann schon sein, dass eine kapitalistische Gesellschaft längere Zeit nicht wächst, aber dann hat sie ein institutionelles Problem. Wir könnten Japan diskutieren, ob es da vielleicht anders ist. Glaube ich eigentlich nicht. Und vor allen Dingen sieht man, selbst wenn die Wirtschaft nicht wächst, dann wird sogar der Steigerungszwang noch härter, ja, weil die Akkumulationslogik nicht außer Kraft gesetzt ist. Also in der Wirtschaft, man kann es sich auch so klar machen. Also wenn Peter Seeler hat ja gesagt, die Frage ist, wie leben wir eigentlich? Und mit Max Weber kann man sagen, Wirtschaften ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens, schon immer gewesen. Ja, alle Organismen müssen irgendwie wirtschaften, alle Lebewesen, alle Menschen. Und die Logik unserer Wirtschaft ist so, dass Aktivität nur zustande kommt, wenn es ein Versprechen auf mehr gibt. Das ist mit dieser Formel GWG' gemeint. Geld wird nur eingesetzt als Kapital. Es wird nur investiert in eine Firma, in eine Maschine, in eine Fabrik, in ein Geschäft, wenn es eine Aussicht darauf gibt, dass mehr rauskommt, als hineingesteckt wurde. Die Steigerungslogik ist systematisch angelegt in dieser Form kapitalistischen Wirtschaftens. Sie ist es aber meiner Ansicht nach auch in anderen Bereichen des Lebens, in der Kunst zum Beispiel, wo das als die künstlerische Leistung des Überbieten des Vorgängigen gilt, in der Demokratie, wo man sich nur dynamisch stabilisieren kann, wo die wo Macht nur errungen wird in einem Wettbewerb alle 4 Jahre, der geführt wird über Steigerungsversprechen. Wählen Sie uns, dann gibt es von irgendwas mehr. Ja, mehr Jobs oder mehr Krankenhäuser oder mehr Kindergartenplätze oder mehr Einkommen oder mehr Sicherheit. Aber auch politische Macht wird stabilisiert über Steigerungsversprechen. Und besonders schön sieht man es in der Wissenschaft. Da geht es nicht um die Weitergabe von Wissen, also sowas wie ein Schatz, sondern wir Wissenschaftler operieren so, dass wir dauernd versprechen müssen, zum Beispiel um Drittmittel zu kriegen, dass wir mittels der Forschung neues Wissen, mehr Wissen generieren. Ich habe das auf die Formel WFW' gebracht, das ist, glaube ich, wirklich meine. Wissen, Forschung, mehr Wissen. Das ist die gleiche Steigerungslogik. Es gibt keine Wissenschaft, kann man schön bei Max Weber lesen, in Wissenschaft als Beruf, wenn die nicht verspricht, dass wir durch Forschung weiter hinaus ins Weltall blicken, tiefer hinein in die Materie blicken, genauer die Organe verstehen und so weiter. Also auch das ist eine Logik dynamischer Stabilisierung. Also was ich bisher sagen will, wie leben wir? Wir leben in einem strukturellen System, das nur durch Steigerung sich erhalten kann, ja, sich in seiner Struktur erhält. Kulturell, glaube ich aber, habe ich schon gesagt, dass wir nicht einfach die Opfer sind eines irgendwie dumm gelaufenen Institutionalisierungsprozesses. Ich glaube, es würde noch nicht mal einen Kapitalismus geben, wenn es nicht eine kulturelle Vision, eigentlich sowas wie eine Verheißung oder ein Versprechen auf das gute Leben gibt, das damit verknüpft ist. Und dieses Versprechen heißt, kann man mit Heinz von Förster als, es ist jetzt ein umgewandelter Heinz von Förster, also ich behaupte, dass der Imperativ der Moderne, der kategorische lautet, handle jederzeit so, dass deine Weltreichweite größer wird. Klingt jetzt vielleicht auch genauso abstrakt, aber ich meine damit, dass wir eigentlich immer getrieben werden, dass die Libido, das heißt sozusagen die Lust, das Verlangen, sich darauf richtet, mehr Weltausschnitte erreichbar zu machen, verfügbar zu machen. Auf Englisch habe ich da inzwischen eine schöne Formel gefunden. Ich nenne das the Triple A Strategy of the Good Life. Triple A, dreifach A, nämlich den Horizont of the Available, the Attainable and the Achievable sozusagen auszudehnen. Also, wir handeln so, dass der Horizont dessen, was wir verfügbar machen können, was wir unter Kontrolle bringen können oder was wir erreichbar machen, sich ausweitet. Ich habe das hier auf der PowerPoint-Folie drunter geschrieben. Man sieht es wirklich schön, wenn man sich überlegt, warum Technik für uns attraktiv ist. Mein Lieblingsbeispiel sind da Mobilisierungstechniken, ja, sind ja bei den, auch für die Grünen auch wichtig, wenn man an sowas wie Automobile oder so denkt. Warum ist das, der Erwerb, der Besitz, die Fähigkeit einer neuen Fortbewegungstechnologie interessant? Und da können wir wirklich bei uns selber anfangen. Für fast alle von Ihnen, glaube ich, war das Fahrradfahren lernen und das erste Fahrrad was richtig Cooles und Tolles.
Ja, das erfüllt einem übrigens auch mit Selbstwirksamkeitserfahrung. Ich kann jetzt, was genau ist die Selbstwirksamkeit? Ich kann jetzt mehr Welt erreichen. Ja, ich komme aus einem kleinen Schwarzwalddorf. Das erste Fahrrad hat bedeutet, ich kann jetzt mit dem Fahrrad eigentätig am Nachmittag, wenn ich will, nach der Schule oder so, oder war wahrscheinlich noch vor der Schule, sogar vor der Schule, zum Badesee fahren. Ja, oder meine Freunde am anderen Ende des Dorfes besuchen oder im Aussiedlerhof oder so. Ja, meine Weltreichweite wird buchstäblich größer. Ich kann jetzt mehr relativ alltäglich erreichen. Und das Moped war besonders cool, weil jetzt kann ich bis zum Nachbardorf, ja, um entweder die Jungs da zu besuchen oder ihnen eine aufs Maul zu hauen, was öfter so war, weil halt Nachbardörfer miteinander in Konflikt liegen. Aber die Idee ist, ich habe jetzt mehr Welt erreichbar. Ja, ich komme da jetzt hin, mein Horizont wird buchstäblich größer. Und mit dem Auto konnte man am Wochenende zur Disco nach Freiburg fahren. Deshalb wollen die alle, auf dem Land ist es heute noch so. Ich weiß, in der Stadt ändert sich es aber nicht, weil sich die grundlegende Logik ändert. Im Dorf ist es so, wenn du erstmal 18 bist und ein Auto und Führerschein hast, dann kannst du zur Disco fahren am Freitag nach Freiburg oder so. Ja, da wird mehr Welt erreichbar. Es ist wirklich die Ausdehnung des Erreichbaren, des Verfügbaren, des in Kontrolle Bringbaren. Und deshalb ist das Flugzeug so cool. Das machen wir ja alle, also wir alle, können Sie zu Recht sagen, stimmt nicht, gibt ein paar, die das auch konsequent verweigern, aber im Großen und Ganzen, wenn wir ein aggregiertes Wir nehmen, mit dem Flugzeug können wir eben auch nach London fliegen oder in die Türkei zum Urlaub oder nach Tokio, um mal zu gucken, wie es da ist, wir dehnen Weltreichweite aus. Und dieses Ausdehnen von Weltreichweite ist das, was ein Smartphone attraktiv macht. Obwohl die allermeisten Grünen und Böll-Fans sehr skeptisch sind auf diese Technologien, haben die meisten eben doch eins. Warum? Weil es Welt erreichbar macht. Alle meine Freunde sind in meiner Hosentasche erreichbar. Das ganze Weltwissen, die ganzen Nachrichten, alle Filme, alle Musik, die jemals digitalisiert wurde, habe ich in meiner Hosentasche erreichbar. Wahnsinnig cool. Und deshalb, übrigens, ich will ja Ihnen noch sagen, was Resonanz ist. Ich weiß nicht, woher das kommt, dass ich kaum 5 Minuten rede und mich schon unter Zeitdruck fühle. Also, wenn man darüber nachdenkt, warum Geld attraktiv ist, dann ist sofort klar, genau deshalb. Warum träumen sogar Grüne, Linke und nette Menschen davon, im Lotto zu gewinnen, ja, oder sonst irgendwie an das große Geld zu kommen? Weil Geld ist das Zaubermittel des Welterreichbaren, Verfügbarmachens. Ja, wenn Sie im Lotto gewinnen, am Samstag, glaube ich, ist es soweit, dann können Sie sich ein Häuschen kaufen. Ja, das ist im Horizont des Erreichbaren. Available, attainable, achievable. Oder eine Yacht. Aber vielleicht sagen Sie, ach, diese materiellen Dinge. Ja, aber Sie können vielleicht auf einen ESO-Trip nach Indien gehen. Oder sich das ultra-coole Wellness. Ich meine, es ist egal, was Sie machen wollen. Geld macht Welt verfügbar. Übrigens ist das ganz interessant. Vielleicht schreibe ich mal noch ein Buch darüber. Der Witz ist natürlich, Geld ist potenzielles Welt erreichbar und Verfügbarkeitsmachmittel. Aber wenn ich das Geld ausgebe, dann nimmt meine Reichweite ab, aber dafür wird der verwandelte Weltausschnitt größer. Also vielleicht kaufe ich mir eine Wohnung in Berlin, dann habe ich jetzt sozusagen Berlin wirklich mir anverwandelt oder verfügbar gemacht, aber dafür ist mein Geld weniger geworden, weil auch in Berlin die Wohnungen deutlich steigen. Wahrscheinlich kann ich mir das gar nicht leisten. Aber also was ich meine ist, in dem Moment, wo Sie Geld ausgeben, schrumpft Ihre Weltreichweite, dafür erwerben Sie aber ein konkretes, meistens ist es ein Gut oder sei es auch ein Yogakurs, den Sie sich konkret erreichbar machen. Und als letztes Argument, zum Beispiel, warum wollen die meisten Menschen lieber in Berlin wohnen? Gerade Junge übrigens, statt im Schwarzwald, obwohl es bei uns echt auch schön ist da im Süden. Oder in Jena. Ja, ich meine, fragen Sie sich selber, weil schließlich sind Sie ja alle hier und nicht dort. Also warum bleiben Sie lieber in Berlin? Ja, ist es ganz klar, was die Antwort ist, wenn man so fragt? Ja, weil in Berlin, da habe ich irgendwie 3 Opernhäuser. Wahrscheinlich gehen Sie in keins, aber Sie haben sie. Sie sind erreichbar. Ja. Sie sind verfügbar. Und die Theater und die Kinos und die Shoppingcenter und die Fußballstadien und alle diese Dinge sind erreichbar. Und zwar in einem alltäglichen Sinne. Ja. Also mehr Welt erreichbar zu machen, ist es, was Menschen zum Beispiel weltweit in die Städte treibt. Können Sie sagen, ja, manchmal geht es auch ums ökonomische Überleben, stimmt, ja, manchmal, aber selbst da ist noch die Hoffnung, in der Stadt habe ich mehr Jobs verfügbar, mehr Verbindungsmöglichkeiten und so. Also die Aussicht auf mehr Welt in Reichweite bringen, die motiviert uns bei fast allen Entscheidungen und noch in der Libido. Wenn Sie Kinder fragen, was wünschst du dir denn auf Geburtstag, dann sagen die irgendwie, ja, einen neuen Computer oder so. Und was willst du damit? Ja, da kann ich viel mehr, viel schneller. Ja, also die Ausdehnung, der Horizont der Reichweite ist, glaube ich, das, was uns kulturell antreibt. So, damit haben wir schon den ersten Teil. Wir leben in einem institutionellen System, das sich nur durch Steigerung, durch permanentes Wachsen, Beschleunigen, Innovieren erhalten kann.
Der Wachstumsdruck kommt nicht so sehr daher, dass wir gierig sind, strukturell, sondern dass wir nicht das halten können, was wir haben, wenn wir nicht wachsen. Aber trotzdem gibt es dann kulturelle Entsprechungen, und das nenne ich Weltreichweitenvergrößerung. Und das diktiert implizit, das definiert implizit das, was wir von einem guten Leben halten. Ich finde, das kann man ganz gut bei so Ratgebern zum guten Leben sehen. Da ist fast immer die Idee, irgendwie mach diese oder jene Kur, dann wirst du sozusagen gesünder, attraktiver, fitter und kannst dir dafür mehr Welt aneignen, in Reichweite bringen, erschließen. Und bei Geld und Technik ist das sowieso das Versprechen. So, wieso führt es nicht zum guten Leben, weder individuell noch kollektiv? Strukturell, das habe ich jetzt in meinem Beschleunigungsbuch und auch danach ein paar Mal ausgeführt, das müssen wir jetzt nicht lange machen. Also meine These ist, dieses Programm, strukturell und kulturell, setzt eine wahnsinnige Dynamisierung in Gang. Ja, permanente Beschleunigung von mir, so lautete ja meine erste Großdiagnose. Und das Problem ist jetzt nicht alles, nicht alle Weltbereiche, auch nicht alle Sozialbereiche und vielleicht auch nicht alle psychischen und physischen Bereiche, sind gleichermaßen speedable, ja, beschleunigbar, dynamisierbar. Deshalb kommt es zu Desynchronisationen, nämlich zu sowas wie einer Ökokrise. Die Natur ist zu langsam für unser Programm. Sie kann nicht so schnell Bäume reproduzieren oder Fische reproduzieren und schon gar nicht Erdöl reproduzieren und auch nicht so schnell Giftstoffe abbauen, und deshalb führt es sogar zu einer Beschleunigung der Atmosphäre. Es kommt zu einer demokratischen Desynchronisation, weil Demokratie, da geht es nicht ums Abstimmen für oder gegen irgendwas, für oder gegen Atomkraftwerke oder Aufrüstung oder Sanktionen gegen Russland, sondern Demokratie ist das Versprechen, dass jede Bürgerin und jeder Bürger eine Stimme hat, die wir hörbar machen können, die wir artikulieren und mit anderen Stimmen in eine Art von Benehmen setzen. Sowas wie ein konzertanter Austausch und das Formulieren von Positionen und das Hören auf den anderen und dann in einen Dialog treten, bei dem neue Positionen als Ergebnis entstehen. Ich werde dazu gleich noch am Ende was sagen. Ist ein zeitaufwendiger Prozess, und diese Zeit steht nicht zur Verfügung, weil Märkte sehr viel mehr beschleunigbar sind und auch die Medienlogik deutlich beschleunigbar ist, sodass ich glaube, es gibt eine ökologische Desynchronisation, eine demokratische Desynchronisation, es gibt sogar eine binnenökonomische Desynchronisation, weil Finanzmärkte mit der Geschwindigkeit, eigentlich fast mit Lichtgeschwindigkeit operieren können. Diese Logik GWG' wird von den Computern, Algorithmen sozusagen mit Lichtgeschwindigkeit bedient. Man kann durch ganz schnelle Käufe und Verkäufe von allen möglichen Finanzprodukten oder Währungen in Sekundenbruchteilen versuchen, Gewinne zu realisieren. Und in dieser Zeit können sie aber nicht Güter oder auch nicht Dienstleistungen produzieren und auch nicht konsumieren. Deshalb gibt es eine Desynchronisation zwischen der Geschwindigkeit der Finanzmärkte und der Geschwindigkeit der sogenannten Realökonomie. Man kann dann die Ökologie auch als Realökonomie bezeichnen. Da hat man drei Ebenen der Desynchronisation. Finanzmärkte sind rasend schnell, Realökonomie als Produktion von Gütern und Dienstleistungen ist nur mittelschnell, und der Metabolismus mit der Natur, die ökologische Krise, ist eine Überforderung deren sehr lange Eigenzeiten. So, es gibt aber auch eine kulturelle Seite, und darauf will ich jetzt, bei der ich sagen will, unser weltreichweiten Vergrößerungsprogramm funktioniert auch für uns als Individuen nicht so gut. Diese Logik der permanenten Dynamisierung, die damit verknüpft sind, das habe ich mehrfach versucht zu sagen, dass ich glaube, dass die Burnout-Krise, die Psychokrise, die übrigens diese Burnout- und Psychokrise, die trifft nicht nur die wirklich Burnout-krank werden, was nach allem, was man weiß, eine Art von Depression ist, sondern auch die anderen, die hier sitzen, die nämlich die Sorge haben, dass sie irgendwann vom Burnout erwischt werden, dass da irgendwas nicht mehr stimmt, dass es vielleicht nicht mehr lang geht, dass sie nicht mehr viel mehr nehmen, auf sich laden können. Lange kann das so nicht mehr weitergehen, ist einer der am meisten geäußersten Sätze. Ich vermute auch in ihrem Alltag. Im Moment ist gerade wahnsinnig hektisch, aber so kann es nicht mehr lange weitergehen. Die schlechte Nachricht lautet, nächstes Jahr wird es noch schlimmer. Das ist in der Logik dynamischer Stabilisierung. Und ich glaube, dass das sozusagen unser Weltverhältnis als Ganzes belastet, und zwar in einer Weise, die zu dem führt, was ich Entfremdung nenne. Und das finde ich wirklich hochinteressant. Das ist vielleicht meine letzte Entdeckung. Und wenn Sie alles andere schon dreimal gehört haben, das vielleicht, glaube ich, nicht. Also meine These lautet, dass dieser Versuch, Welt erreichbar zu machen, verfügbar zu machen, unter Kontrolle zu bringen, zugänglich zu halten, eine ganz komische Kehrseite hat, die genau in dem Maße, wie ich mir Welt verfügbar mache, sie irgendwie zurückweichen lässt. Das von mir verfügbar gemachte scheint irgendwie unfruchtbar zu werden, scheint irgendwie stumm zu werden, scheint mir nichts mehr zu sagen. Die Welt wird unlesbar, könnte man vielleicht mit Blumenberg sagen. Ich glaube, genau genommen haben wir ja auch das Gefühl, ich glaube, das erklärt vieles von der Wut, die wir auch politisch sehen.
dass die Welt eben nicht verfügbarer, sondern unverfügbarer wird. Das geht schon mit der Technik los, die nie tut, was ich will. Aber auch mit der Tatsache, dass ich eben soziale Prozesse nicht mehr verfügbar machen kann, sondern dass da ganz viel so schnell wuselt, dass ich das Gefühl habe, die Welt weicht mir zurück. Aber meine Kerndiagnose lautet, statt dass wir Welt verfügbar machen, zum Antworten bringen, in ein lebendiges Verhältnis bringen, weicht sie zurück. Man sieht es zum Beispiel in der ökologischen Sorge. Ja? Statt Natur verfügbar machen, kommt es zu Naturzerstörung. Ne? Dummerweise ist das Ding zerstört, statt angeeignet. Ja? Und dann wird es ja auch zur bedrohlichen Natur, die uns als Tsunami oder Wirbelsturm oder Hitzewelle oder Überschwemmung begegnet. Es ist statt der verfügbar gemachten Welt passiert das genaue Gegenteil. Ich war neulich eingeladen in Bad Boll, komme ich immer durcheinander mit Boll und Böll, also Bad Boll, hat Eppler's 90. Geburtstag oder zu einer Veranstaltung dafür, weil Eppler ja wirklich einer der Vordenker der Ökologie und eigentlich auch der Wachstumskritik war. Und die Frage war, die dann auch in dem Interviewband ihm mal gestellt wurde, wie ist er eigentlich zum Wachstumskritiker und Ökologen geworden? Das hat er in dem Band mit dem Nico Pech ausgeführt. Ich fand das echt interessant, weil ich finde, das macht das wahnsinnig anschaulich, was ich meine. Er sagt, er wollte eigentlich ins Auswärtige Amt als Staatssekretär 1968, also eine ganze Weile her, und ist dann aber dummerweise Entwicklungshilfeminister geworden, wie man das damals noch nannte, Minister für Entwicklungszusammenarbeit. Und da ist er in dieser Eigenschaft ist er nach Marokko geflogen, auf einer seiner ersten Dienstreisen. Und da hat er irgendwie beobachtet, wie die Bewohner Marokkos, die versucht haben, nicht zuletzt in Zusammenarbeit mit sogenannter Entwicklungshilfe, höher die Berge hinaufzuroden, die Wälder zugänglich zu machen in Ackerland und auch tiefer in die Wälder hinein, ja, sozusagen da, wo es Wald gab, sozusagen, denn mehr davon zu Ackerland zu machen, fruchtbar zu machen, nutzbar zu machen, zu bewohnen, zu besiedeln. Das ist buchstäblich, was er da beobachtet hat. So schreibt das, ja, höher die Hänge hinauf und tiefer in den Wald hinein. Das ist die moderne Logik der Reichweitenvergrößerung. Ja, lass uns das erschließen. Ich glaube, diese Logik der Reichweitenvergrößerung hat wahrscheinlich schon Kolumbus hinausgetrieben, jedenfalls mitgetrieben. Ja, lass uns Welt entdecken, verfügbar machen, erreichbar machen, erschließen. Und jetzt sagt Eppler, hat er beobachtet, dass das Land eben nicht fruchtbar wurde. Der fruchtbare Boden ist dadurch erodiert und weggeschwemmt worden. Er konnte vom Flugzeug aus sehen, wie sozusagen die fruchtbare Erde in den Fluss gespült wurde und dann da, wo der Fluss ins Ozean oder ins Mittelmeer mündete, war ein großer sozusagen brauner Fleck von fruchtbarer Erde. Und da finde ich, also so hat er es auch eigentlich geschildert, die Wahrnehmung war dieser Versuch, immer mehr Welt erreichbar, verfügbar zu machen, fruchtbar zu machen, führt zum Gegenteil. Die Welt weicht zurück, die wird unfruchtbar, die erodiert, die wird hart. Und jetzt lautet meine These, genau diese Kehrseite, dass wir eigentlich statt die Welt zu gewinnen, sie verlieren, dass es zu einer ganz eigenartigen Form von Weltverlust kommt, auch in unserem eigenen Leben, die begleitet die Moderne eigentlich von Anfang an, wenn man Modernisierungshoffnungen und Modernisierungsängste mal gegeneinander stellt, seien die jetzt kapitalistisch oder auch über Kapitalismus hinausweisend, dann sieht man immer diese Dialektik, lass uns Dinge erschließen, verfügbar machen, erreichbar machen, kontrollierbar machen, und aber da passiert irgendwie ein Gegenteil, wir verlieren Welt. Ja? Ich habe jetzt nochmal ein paar willkürliche Begriffe da noch aufgeführt, zum Beispiel bei Weber gibt es genau diese Dialektik, ja? Rationalisierung ist der Prozess der Verfügbarmachung, der Reichweitenvergrößerung, und er sagt, die Kehrseite ist Entzauberung, Disenchantment. Die Welt schweigt, sie hört auf zu singen. Sie verliert die Farbe, sie verliert ihre magische Qualität. Da kann man immer sagen, und ich glaube, die Böll-Stiftung neigt dann dazu, ja, naja, gut, bisschen nostalgisches Geplärre. Aber es ist schon ein bisschen mehr bei Weber. Ja? Es ist wirklich genau diese Wahrnehmung, dass in unserem Verhältnis, in der Beziehung zur Welt, sich etwas zum Negativen verändert. Bei Dürkheim, müsste ich jetzt ein bisschen länger ausholen, das lasse ich lieber, findet man aber in der Anomie-Diagnose so etwas Ähnliches. Ja, das Individuum wird anders in die Welt und in die Gesellschaft gestellt und verliert eigentlich seine lebendige Anbindung auch an die Gemeinschaft und an die Welt. Georg Simmel hat nicht zuletzt vor seiner Beobachtung Berlins gesagt, in der Modern, ja, weil er Großstadtsoziologe ist, im Verhältnis zu den Dingen ändert sich etwas und auch zu den Ereignissen. Er nennt es Blasiertheit. Ja, es gibt sowas wie einen Reizschutzfilter, der dann irgendwann sich so verselbstständigt, dass wir nicht mehr können. Er sagt, also meinen Studenten sage ich immer, diese Blasiertheit ist Coolness. Ja, ich lasse mich von nichts mehr affizieren. Ja, da ist gerade ein Flugzeug abgestürzt, so what? Ja. Also er sagt, wir müssen auch, weil die Dinge sich so schnell ändern und weil es so viele Stimuli gleichzeitig gibt, bringen wir die in eine Art von gleichgültigem Weltverhältnis, das dann aber zur Folge hat, dass wir immer stärkere Kicks brauchen, um überhaupt noch was zu spüren.
Und im Umgang miteinander, sagt er, entwickeln wir eine latente Aversion. Ja, lass mich in Ruhe, komm mir bloß nicht zu nahe, schon gar nicht physisch. Also Elisabeth von Tatten schreibt gerade ein Buch über die Gesellschaft der Unberührbarkeit oder so ähnlich, unberührbare Gesellschaft. Wir eigentlich verweigern und es ist auch extrem verdächtig, jede Form von physischem Kontakt mit Menschen, die uns auch irgendwie sozial nahe sind oder so. Ne? Also bloß nicht, komm mir ja nicht zu nahe. Und dafür brauchen wir dann professionelle Berührer. Ne? Also nicht nur Masseure und Akupunkteure und so ein Zeug, sondern inzwischen gibt es schon Huddling, wie heißt das, Cuddling und Huddling Therapy und Free Hugs und so etwas. Also bei Semmel sagt er, wir entwickeln zueinander einen Modus latenter Aversion. Und ich finde auch Camus, die Existenzialisten, die bringen das natürlich auch auf den Punkt. Camus sowieso, dass er sagt, das Absurde, so ein Schlüsselbegriff in Sisyphus, das entsteht aus der Wahrnehmung, die uns an jeder Ecke anspringen kann, dass uns die Welt eigentlich gleichgültig oder sogar feindlich gegenübersteht. Das ist genau die Welterfahrung, die sozusagen die Schattenseite der modernen Erfahrung ist, dass die Welt eigentlich das, was da draußen ist, feindlich oder maximal völlig gleichgültig und indifferent ist, die schweigende Welt da draußen. Und bei Marx wird es dann eben schon auf den Punkt der Entfremdung gebracht, beim frühen Marx insbesondere. Er sagt, das kommt aus dem Arbeitsverhältnis. Ich lese den frühen Marx aber sogar umgedreht. Wenn Sie den Anfang der Pariser Manuskripte lesen, da sehen Sie, dass er eigentlich sagt, auf so eine dumme Idee wie die Privatverfügung über Produktionsmittel konnte man nur kommen, wenn man schon ein entfremdetes Weltverhältnis eingenommen hat. Wenn die Art und Weise, wie wir auf Welt Bezug nehmen, diese instrumentelle, verdinglichende Gestus oder Bezug liegt, der Dinge unter Kontrolle bringen will. Und die ganze kritische Theorie hat letzten Endes genau, finde ich, davon und daran Anschluss genommen, zu sagen, in unserem Verhältnis zur Welt stimmt was nicht. In unserer Existenzweise, nicht nur in der Produktionsweise, sondern über Produktionsweise vermittelt in unserer Art und Weise des in der Weltseins. Bei Lukács ist natürlich der Begriff der Verdinglichung schon zentral, der dann bis zu Honneth geht, nämlich zu sagen, wir machen die Dinge da draußen, die lebendige Natur, die Tiere, die Menschen, dann aber auch und schließlich uns selbst zu Objekten, zu Instrumenten der Reichweite Vergrößerung. Also wir verdinglichen sie und bringen sie damit auf schweigende Distanz, wenn man so will. Walter Benjamin sagt irgendwie, eigentlich seine Diagnose des Erfahrungsverlustes ist sehr interessant. Er sagt, wir verlieren die Fähigkeit, uns Erlebnisse anzuverwandeln, ja, dass sie unsere eigene werden, dass sie unsere Identität verändern, dass sie Teil unserer Geschichte werden. Wir haben noch ganz viele Erlebnisse, ja, ich war in Thailand und in den Philippinen und sonst überall, aber eigentlich berührt es und verändert es mich nicht mehr. Es ist fast so, als würde sich Stein und Stein begegnen. Und Adorno und Horkheimer haben dieses Vordringen der instrumentellen Vernunft, das zu bürgerlicher Kälte führt. Ja, da gibt es einen ganz engen Zusammenhang dazu. Die Art und Weise der Sozialbeziehung und der Weltbeziehung wird dominiert von Verdinglichungsgedanken, von instrumentellen Gedanken. Bei Erich Fromm sagt, die Grundangst des modernen Individuums, also von Sie und mir, ist, dass wir isolierte Atome sind, die unverbunden sind, sozusagen die lebendige Beziehung zur Welt verloren haben. Und Marcuse sagt, wir haben ein prometheisches Weltverhältnis, bei dem die Welt, sei das jetzt der andere, das Material, was immer es ist, zu einem Aggressionspunkt wird. Etwas, was wir irgendwie unter Kontrolle, unter Verfügung oder sonst wie bringen müssen. Ich finde, diese Diagnose zieht sich sogar durch als Verdinglichungsdiagnose bei Habermas in der Kolonialisierung der Lebenswelt. Bei Honneth, wenn er sagt, die Missachtungserfahrung ist die Zentrale für moderne Menschen. Und bei Rahel Jeggi ist es dann wieder auf den Entfremdungspunkt gebracht. So, das lasse ich jetzt weg, ich habe keine Lust mehr. Weil ich Ihnen ja noch die Lösung präsentieren muss und Peter Seller schon unruhig wird. Also wenn Sie mir jetzt so weit folgen wollen, zu sagen, okay, klingt plausibel, wir leben in einer Gesellschaft, in der Dynamisierung, Reichweitenvergrößerung die zentralen Momente sind, das hat aber alle möglichen Kehrseiten, das Stummwerden von Welt, das Zerstören von Umwelt zum Beispiel, der Verlust sogar demokratischen Lebens, dann ist die Frage, wie machen wir es jetzt eigentlich besser? Übrigens, weil ich gerade bei der kritischen Theorie war, also einer meiner zentralen Antriebspunkte für das Resonanzbuch war, dass ich dachte, die haben eigentlich alle, nicht nur die kritische Theorie übrigens, sondern auch die anderen Theoretiker und Theoretikerinnen, Hannah Arendt wäre zum Beispiel eine ganz wichtige, die auch sagt, es kommt zu einem Weltverlust, weil wir die Fähigkeit zum politischen Handeln verlieren. Das ist bei ihr buchstäblich etwas, was zu Weltverlust führt. Die haben aber alle Gegenkonzepte. Es könnte anders sein. Weber zum Beispiel sagt, gegen diese Versteinerung, der tote Geist, das stahlharte Gehäuse, die entzauberte Welt, dagegen hat er eine Idee, irgendwie wie eine Vision von Charisma, dem lebendigen Feuer sozusagen, das die Magie zurück in die Welt trägt. Hat einige gefährliche Nebenwirkungen, wie wir historisch gesehen haben. Bei Walter Benjamin gibt es diesen Begriff der Aura.
Die Dinge blicken uns an, sie schauen zurück. Es ist so, als würde man in eine Art von Blickkontakt zur Welt, zur Landschaft treten können. Bei Adorno gibt es die Vorstellung, es müsste ein Mimetisches in der Welt sein können. Wirkliche Erfahrung, die uns erschüttert und überwältigt zum Beispiel. Und Marcuse, der mein Lieblingsautor hier ist, der sagt, es müsste dem prometheischen Weltverhältnis, das die Welt als Aggressionspunkt begreift, wo es um Verdinglichung und Kontrolle geht, sowas wie ein erotisches Weltverhältnis entgegengesetzt werden. Ja? Triebstruktur und Gesellschaft heißt auf Englisch Eros in Civilization. Und seine Idee war, vielleicht ist ein großes Fehler unserer Kultur, dass wir Erotik nur sexuell abführen oder denken. Ja, Erotik ist das, was wir nachts tun sozusagen. Aber es müsste möglich sein, sagt er, sowas wie ein erotisches, libidinöses Verhältnis zur Arbeit zu gewinnen. Und er sagt, das geht auch. Oder zur Kunst natürlich und zur Natur und zu unserem Leben als Ganzes. Also was ich sagen will, es gibt so wabernde Ideen eines charismatischen, mimetischen, erotischen, auratischen Weltverhältnisses, von dem aber ganz und gar unklar ist, wie das beschaffen sein kann. Und das will ich Ihnen jetzt gleich darlegen, weil das richtige Stichwort dafür, das, was das, diese Alternativideen auf den Punkt bringt, so behaupte ich, das ist die Idee der Resonanz. So, aber für die Frage, nun habe ich ja immer gesagt, also wir müssen strukturell und kulturell sehen. Also wenn man strukturell nach einer Alternative zum gegenwärtigen gesellschaftlichen System guckt, dann müsste man sagen, okay, dynamische Stabilisierung ist problematisch. Auch ein ökonomisches System, ein Gesellschaftssystem, das sich nur durch permanente Steigerung erhalten kann, läuft irgendwann gegen die Wand. Ja, da geht uns die kohlebasierte Energie aus, aber auch andere Ressourcen. Es geht uns aber auch die politische Energie aus und die psychische. Wir müssen diese Maschine befeuern. Also brauchen wir eine andere Form der Stabilisierung. Und die darf aber natürlich nicht einfach statisch sein, lass uns Gesellschaft einfrieren, sondern sie muss adaptiv sein. Ja? Und deshalb lautet meine Definition hier, eine andere Gesellschaft ist möglich. Ihr institutionelles Arrangement sieht so aus, dass es in der Lage ist, zu beschleunigen, zu wachsen und zu innovieren, wenn es darum geht, den Status quo zu ändern. Also zum Beispiel, wenn Hunger in der Welt ist, müssen wir natürlich in der Nahrungsproduktion wachsen. Wenn wir grüne Technologien brauchen, müssen wir innovativ sein. Wenn es eine neue Krankheit gibt, dann sollten wir möglichst beschleunigt nach Lösungen suchen. Aber wir sollten nicht beschleunigen, wachsen, innovieren müssen, bloß um so zu bleiben, wie wir sind. Und wie können wir diese adaptive Stabilisierung erreichen? Zum Beispiel über sowas wie Wirtschaftsdemokratie und ein bedingungsloses Grundeinkommen, über das ich heute aber nicht reden will, weder jetzt noch unbedingt nachher in der Diskussion, weil da wird es immer steril. Also, Peter, wie lange habe ich denn noch? 10 Minuten machst du Witze, ich komme jetzt erst zur Resonanz. Also, gut, 10 Minuten, das kriegen wir hin. Also, was soll Resonanz sein? Resonanz ist mein Gegenbegriff für ein Weltverhältnis, das sich nicht auf Steigerung, nicht auf Reichweitenvergrößerung gerichtet ist, sondern auf eine andere Art des in der Weltseins. Ich glaube wirklich, dass zum Beispiel die Entschleunigungssehnsucht und auch die Achtsamkeitswelle das eigentlich zur Basis haben, dass es doch möglich sein müsste, anders in die Welt gestellt zu sein, anders mit Menschen in Kontakt zu treten und mit Dingen und auch uns selbst zu begegnen, ein anderes Weltverhältnis zu entwickeln. Und wie bin ich darauf gekommen? Erstens wollte ich sagen, mein Lehrer war Axel Honneth, der sagt, es geht in unserem Leben eigentlich immer um Anerkennung, um Liebe und um rechtliche Anerkennung, um soziale Wertschätzung. Und ich wollte immer sagen, manchmal geht es aber noch um was anderes, dieses andere Weltverhältnis, von dem Menschen träumen. Da geht es nicht nur darum, dass wir geschätzt und geliebt werden, sondern dass wir auf eine andere Weise in Kontakt sind, zum Beispiel in ihren kulturellen Vorlieben, aber auch, also wenn sie Musik hören, dann wollen sie nicht unbedingt als Tchaikovsky oder AC/DC-Liebhaberin geschätzt werden, sondern da passiert was zwischen ihnen und der Musik und der Welt. Und das lässt sich nicht als Anerkennung beschreiben, genauso wenig wie wenn sie im Wald spazieren gehen oder am Ozean stehen. Und deshalb glaube ich, dass Resonanz eine Art von Weltbeziehung beschreibt, die nicht als Anerkennung nur gefasst werden kann und die das andere von Entfremdung sein soll. Entfremdung ist für mich der Oberbegriff für diese schweigende Welt, ja, eigentlich für Burnout. Im Burnout, wer das kennt, der weiß, dass dann die Welt da draußen kalt und tot und stumm und grau und leer scheint. Übrigens gibt es eine neue psychomedizinische Studie, die sagt, tatsächlich verändert sich in so einem depressiven Zustand sogar die Farbwahrnehmung von Menschen. Die sehen die Welt wirklich grau. Ja, dieses Grauwerden von Welt, das immer auch die Flipseite hat, die Kehrseite, dass wir uns selbst als leer und tot wahrnehmen. Ja, wir können uns nicht mehr spüren. Wer depressiv ist, spürt die Welt nicht mehr und sich selbst nicht mehr. Und das nenne ich sozusagen den paradigmatischen Zustand der Entfremdung. Man kann dann vielleicht viel Geld, viel Reichweite haben. Ich habe Jobs, ich habe Freunde, ich habe Familie, ich habe Geld, ganz viel Reichweite, aber die Welt ist mir tot, da draußen und in mir. Also habe ich mich gefragt, was ist denn ein nicht entfremdeter Zustand? Und jetzt kommt gleich die Antwort, nämlich hier.
Also Resonanz ist nicht ein emotionaler Zustand oder ein psychologischer Zustand. Ich meine, jedes Beispiel, das man dafür wählt, ist irgendwie problematisch. Trotzdem ist mein Lieblingsbeispiel, ich habe mir überlegt, ob ich die beiden Metronome mitbringe. Ich habe zwei und ein kleines Tablettchen. Aber bei so vielen Leuten ist das irgendwie problematisch. Sie sehen da hinten gar nichts. Sie können das gerne auf YouTube selber mal sich angucken. Also, Sie nehmen zwei Metronome und stellen die mit unterschiedlicher Geschwindigkeit an. Ja, die haben sozusagen jeweils ihre eigene Stimme, ihre eigene Frequenz. Das andere auf 190, das eine auf 190, das andere auf 182. So mache ich es immer, das funktioniert prächtig. Wenn wir die auf eine Steinplatte stellen, hier irgendwo, hier auf diesen Betonboden, dann tackern die eben aneinander vorbei. Ja, irgendwann holt es schnell das Langsame ein, dann sind sie kurz im Gleichklang und dann zieht es eben vorbei, dann sind sie wieder auseinander, die haben sich nichts zu sagen, wenn sie so wollen. Wenn wir die aber auf so eine Konstruktion stellen wie in dem Bild, nämlich auf zwei Cola-Dosen oder irgendwie inzwischen gibt es diese Form von Dosen nur noch von Jack Daniels und die müssen leer sein. Also wenn Sie sie auf zwei leere Jack Daniels-Dosen und ein dünnes Brettchen stellen, das kann Plastik oder Holz sein, da passiert was ganz Eigenartiges. Dann fangen die nämlich an, eigentlich fangen die Metronome an, miteinander in Kontakt zu treten. Die fangen an, aufeinander zu reagieren und dabei diesen Resonanzraum aus Brettchen und Cola-Dosen in Bewegung zu setzen. Die ganze Konstruktion fängt an zu schwingen. Und zwar deshalb, weil das Metronom A einen leichten Impuls auf Metronom B ausübt. Aber nicht so, dass Metronom A jetzt einfach diktiert oder Metronom B einen Takt aufzwingt, sondern Metronom B wirkt auch zurück. Es wird erreicht von Metronom A, übt aber seinerseits einen leichten Impuls auf Metronom B aus. Also beide üben einen Einfluss aufeinander aus und werden auch berührt vom Impuls des jeweiligen anderen. Und dann fangen die an, darauf zu antworten. Und das führt sie dann am Ende dazu, dass sie tatsächlich ziemlich schnell, wenn sie das ausprobieren wollen, es funktioniert zuverlässig, was für die Resonanztheorie ein Problem ist, da funktioniert es nämlich unzuverlässig, aber egal. Es funktioniert zuverlässig, dass sie in Gleichklang kommen. Und für Resonanz ist jetzt ganz wichtig, dass es mir nicht um diesen Gleichklang als Endprodukt geht. Ich glaube, wenn wir ein Weltverhältnis uns denken, dann dürfen wir nicht auf Gleichklang anlegen, ich werde gleich noch sagen, warum, sondern auf das, was davor ist, Response, Resonanz. Ja, sich berühren lassen vom anderen und darauf antworten, auch selbst berühren zu können in einem entgegenkommenden Resonanzraum. Und damit haben wir alles, was wir brauchen, um eine gelingende Weltbeziehung zu definieren. Und ich habe die jetzt auf 5 Kernmarken, das ist brandneu, das habe ich noch nie jemandem vorgestellt, also nur für Sie. 5 Kernmerkmale von Resonanz. Erstens, wir können es wirklich, am Metronom können Sie sich das deutlich machen, ich werde von etwas berührt oder erreicht oder bewegt. Und solche Erfahrungen haben Sie natürlich alle in Ihrem Leben. Wenn man biografische Interviews führt, was wir in der Soziologie häufig machen, dann sagen Menschen fast immer, die erzählen einem früher oder später Geschichten als entscheidende Punkte in ihrem Leben, wo sie sagen, und da ist mir dieser Mensch begegnet, dieses Kind, dieser Mann, diese Frau oder dieser Flüchtling zum Beispiel oder diese Musik oder dieses Buch oder da bin ich auf diese Insel gefahren und die Menschen haben da so anders gelebt, das hat mich sozusagen, erstens entstehen daraus meistens Geschichten, wo sie dann sagen, und am Schluss, da hatte ich Tränen in den Augen, da war ich ein anderer Mensch, darauf kommt es mir an, dass man sagt, danach war ich irgendwie ein anderer. Ich glaube, das gilt im Kleinen auch für alltäglichere Sachen. Ja, sie lesen ein Buch und haben das Gefühl, und das hat mich irgendwie bewegt. Ja, ich bin berührt worden, affiziert, etwas ist da in mich eingedrungen, hat mein Panzer, der mir die Welt tot erscheinen lässt, durchschlagen, hat mich berührt, hat mich bewegt. Oft sind Tränen dafür tatsächlich der Indikator, aber sie müssen es nicht sein. Also eine andere Stimme ist mir begegnet und hat mich berührt, bewegt, erreicht. Aber dabei bleibt es nicht bestehen. Resonanzbeziehungen, die Sie hatten mit Menschen, mit Musik, mit Büchern, in der Arbeit übrigens ganz häufig, ne? Darauf antworten Sie. Ne? Der Punkt ist nicht nur, dass Sie etwas bewegt, sondern Sie antworten darauf. Man führt das übrigens schon körperlich. Wir antworten erstmal körperlich darauf, manchmal mit einer Gänsehaut oder wenn uns etwas den Nacken herunterläuft. Aber wir antworten auch emotional und gedanklich und körperlich darauf. Und sehr häufig ist es ein Wechselverhältnis. Nämlich, deshalb denken Sie an die Metronome nicht nur, ich werde berührt, sondern ich schaffe es auch da, diese andere Seite, diesen anderen Menschen zum Beispiel zu erreichen. Ja, wenn ein Vortrag zu einem Resonanzgeschehen werden soll, dann muss ich die Überzeugung haben von Selbstwirksamkeit, dass ich Ihnen etwas zu sagen habe und Sie auch erreichen kann und Sie darauf antworten, mit Gedanken, mit Beiträgen, mit Handlungen und übrigens auch wir machen das ständig, mit allerhand von körperlichen Reaktionen, mit Gesichtsausdrücken und manchmal verzieht man das Gesicht, weil man nicht zustimmt, das ist auch eine Form von Resonanz. Resonanz heißt nicht Zustimmung. Resonanz heißt Antwort. Also nochmal, zwei Merkmale haben wir schon. Etwas berührt mich, wie beim Metronom, und ich antworte darauf und habe die Erfahrung, dass ich diese andere Seite auch erreichen kann. Zum Beispiel, das muss nicht ein Mensch sein. Wenn Sie ein Musikinstrument spielen, dann machen Sie Resonanzerfahrungen nicht nur, weil Sie der schöne Klang von der Gitarre zum Beispiel oder vom Schlagzeug berührt, sondern weil Sie feststellen, ich kann das auch zum Klingen und zum Sprechen bringen. Das ist ein dialogisches Geschehen. Die Folge davon ist immer, das habe ich schon gesagt, eine
Transformation. Und das ist der Unterschied zur Weltreichweitenvergrößerung. Es ist nicht so, dass ich mir wieder etwas in Reichweite gebracht habe, sondern ich bin etwas so begegnet, dass ich mich dabei verändert habe. Ich bin dann nicht mehr der Gleiche. Das gilt für ein Gespräch, das gilt für ein Buch, das gilt für eine Landschaft, das gilt für eine Arbeit. Wenn es eine Resonanzwirkung gab, waren sie danach ein bisschen einer oder eine andere. Es ist deshalb nenne ich den Grundmodus des Hören und Antworten. Ich habe einen Ruf vernommen, das würde sogar Latour sagen. Erfreulicherweise, das sagen inzwischen auch die Scholar oder so, da muss man nicht Esoteriker sein. Ne? Latour nennt es einen Ruf, etwas hat mich angerufen. Das ist eigentlich der erste Moment von Resonanz, da ist etwas. Und ich habe darauf geantwortet und danach war ich ein anderer. Ja, also Transformation ist von zentraler Bedeutung. Und jetzt, damit haben wir schon das dritte Element. Und das vierte ist, ich kann solche Resonanzbeziehungen nicht systematisch herstellen. Also Sie können irgendwie das tollste Buch kaufen und ganz sicher sein, viel Geld ausgeben. Oder Sie können sich ein tolles Ticket kaufen, ja, für Ihren Lieblingsstar. Mailänder Scala, beste Sänger, Lieblingsoper. Seit 3 Jahren freuen Sie sich darauf und Sie setzen sich da rein und es passiert gar nichts. Also ich meine, wahrscheinlich wollen Sie sich dann davon überzeugen, dass es toll war. Irgendwann, mein anderes Buch ist, ich will wirklich mal Menschen interviewen nach teuren Konzerten. Ja. Oder eigentlich reicht zuhören. Die versuchen sich dann gegenseitig zu überzeugen, dass sie tief berührt sind, sagen so, boah, das war schon toll, es war ganz einzigartig. Aber du merkst eigentlich, weder sind sie wirklich berührt, noch hat sich irgendwas transformiert. Häufig werden inzwischen sogar kulturelle Events damit beworben, das heißt, lassen sie sich überwältigen von Light and Sound. Das ist nicht berühren im Sinne von, da begegnet mir wirklich ein anderes, das mich transformiert. Ja, also was ich sagen will, ist, weder in der personalen Begegnung, zum Beispiel an Weihnachtsabend noch oder beim Candlelight-Dinner mit den Menschen, mit denen Sie noch näher in Kontakt kommen wollen. Nie können Sie sicher sein, dass Resonanz auftritt. Der Versuch, es zu erzwingen, hat eher zum Folge, dass es gerade nicht passiert. Aber Unverfügbarkeit von Resonanz bedeutet auch, also erstens, man kann es nicht steigern. Wenn Sie Ihre Lieblingsmusik alle 5 Minuten spielen, werden Sie nicht mehr Resonanz haben, sondern weniger. Und wenn Sie versuchen, jeden Tag ein ganz tolles Naturerlebnis zu haben, werden Sie gar keins mehr machen. Man kann es also nicht steigern, man kann es auch nicht auf die Bank tragen und sagen, übrigens versuchen wir das mit den Fotos dauernd. Übrigens, das verhindert gerade Resonanz. Ja, ich trage es nach Hause, damit ich sie dann zu Hause habe. Geht eben nicht. Ja, man kann Resonanz nicht akkumulieren, nicht mal speichern. Aber noch wichtiger, wenn ich sage, das vierte Kernmerkmal ist Unverfügbarkeit. Das bedeutet, wenn Sie wirklich in Resonanz treten mit einem Menschen, einer Sache, einer Arbeit, dann haben Sie keine Ahnung, was dabei rauskommt. Resonanz heißt, ich lasse mich da auf etwas ein, was mich verändert und ich weiß nicht, was das Ergebnis dieses Resonanzprozesses sein wird. Ich bin bis heute nicht ganz sicher, vielleicht gibt es Physiker hier, die mir diese Frage endgültig klären, ob das mit oder gegen dem Resonanzbeispiel ist. Weil man könnte natürlich sagen, es ist das Metronombeispiel, man könnte sagen, dieser Moment, dass ich nicht weiß, was bei der Resonanz herauskommt, widerspricht dem Metronombeispiel, weil die am Schluss im Gleichklang sind. Aber ich glaube, dass man nicht vorhersagen kann, auf welcher Frequenz die sich im Gleichklang eintreffen, ja, weil das sozusagen von der Wechselwirkung mit dem Resonanzraum abhängt. Und das ist der fünfte und letzte Punkt von Resonanz. Er ist nur möglich unter bestimmten Verhältnissen. Der hat Voraussetzungen, damit Resonanz möglich wird. Ja, bei den Metronomen sieht man das klar, die müssen eben auf dieser Konstruktion stehen. Wenn sie auf Steinplatten stehen, passiert das nicht. Und das Äquivalent für den Resonanzraum, so mache ich mir mal gleich den nächsten Punkt. Ist das da? Ah, nee, kommt gar nicht. Kommt auf der nächsten Seite. Tut mir leid, habe ich gepfuscht. Also was ich hier noch sagen will, ist, dass ich glaube, dass wir mit dem Resonanzkonzept also erstmal nicht nur einen emotionalen Zustand haben. Es ist eine zweiseitige Beziehung und der kann an beiden Seiten scheitern, am Subjekt oder an der Welt, in der es operiert, der er oder sie begegnen. Und vor allen Dingen will ich sagen, mir scheint, Resonanz ist nicht Konsonanz oder Harmonie oder Gleichklang. Ja? Wenn wir uns im völligen Gleichklang bewegen, also zum Beispiel wir sind uns nach dem Vortrag komplett einig und nicken fest und gehen nach Hause, dann ist es keine Resonanz. Resonanz bedeutet, dass man eine andere Stimme als andere Stimme hört, dass man an etwas anderem begegnet, das eben nicht gleich klingt, sondern das anders tönt. Resonare ist zurücktönen, anders tönen. Und das setzt also voraus, dass wir nicht im kompletten Gleichklang sind, sondern einer Differenz begegnen. Ich habe da was anderes erfahren, das zu mir spricht und ich habe mich daraufhin verändert und verwandelt. Und deshalb glaube ich, und wenn es natürlich die reine Dissonanz ist, wenn Sie einfach nur sagen, so einen Scheiß habe ich ja noch nie gehört oder nach Hause gehen, ist es auch keine Resonanzwirkung. Ja, Resonanz tritt da ein, wo wir anfangen zu streiten, zu widersprechen, aber so, dass wir merken, mir geht es um was und Ihnen geht es auch um was und dabei verändern wir uns in irgendeiner Form. Deshalb ist Resonanz das zwischen der Dissonanz und der Konsonanz. Völlige Dissonanz ist komplett resonanzlos, ist einfach nur die feindliche, die repulsive, schweigende Welt. Völlige Konsonanz ist ein Zustand, in dem ich die andere Stimme nicht höre und als Ergebnis auch meine eigene Stimme nicht mehr wahrnehme.
Also ist Resonanz übrigens auch nicht, es ist nicht einfach Bekräftigung, deshalb würde ich sagen, ein bisschen gegen Authentizität. Es ist nicht nur die Stärkung dessen, was ich schon immer war, ja, dass ich endlich mal ganz unverfälscht echt ich sein kann. Nein, ich verändere mich dabei, dadurch, dass mir da was begegnet ist. Ja. Also Resonanz hängt nicht an der Identitätstheorie, geht aber auch nicht einfach auf in der Differenztheorie, die immer nur sagt, Differenzen sind unüberbrückbar, ja, und müssen wir halt tolerieren und akzeptieren, sondern die Idee ist, Differenz kann der Anstoß sein für ein dynamisches Wechselwirkungsgeschehen, was ein gutes Leben erst möglich macht. So, was meine ich jetzt? Ich habe keine Zeit mehr. Also, doch, wir schaffen es, keine Panik. Also, erstens will ich noch sagen, ganz kurz, dass wir solche Resonanzbeziehungen horizontal entwickeln zu anderen Menschen. Liebesbeziehungen versuchen wir als Resonanzbeziehung zu leben, Freundschaftsbeziehungen aus. Und ich glaube auch Demokratie, ich bin sicher, da kommen wir in der Diskussion darauf. Ich glaube aber auch, dass wir Resonanzbeziehungen zu Dingen aus entwickeln. Ja, da streite ich mich immer mit allen möglichen, besonders mit den Hardcore-Marxisten, die nämlich sagen, in einer kapitalistischen Gesellschaft ist jedes Arbeitserfahren, wenn ich Arbeitsfreude erfahren, dann bin ich schon pervertiert sozusagen. Und das finde ich falsch. Ja, wir arbeiten uns an etwas ab. An einem Programmcode, wenn Sie Programmiererin sind, an einem Text, wenn Sie Journalistin sind, an einem Teig, wenn Sie Bäcker sind oder an einer Frisur übrigens, wenn Sie Friseur sind. Und diese Dinger sprechen immer mit eigener Stimme. Ja, wenn ich die Frisur fertig habe oder das Brot oder den Text oder den Programm, dann ist es irgendwie anders, als ich es mir eigentlich ursprünglich gedacht hatte. Das sagt was anderes. Und durch diese Erfahrung des anderen verändere ich mich auch dabei. Also ich glaube, es gibt zu Sachen, zu Dingen, nicht nur in der Kunst, auch da, aber vor allen Dingen in der Bildung, in der Arbeit und übrigens auch im Konsum, Resonanzbeziehungen. Und ich glaube, wir brauchen so etwas und wir haben sowas auch, einen Sinn für das Umgreifende. Eigentlich ist mir das ganz wichtig. Die Frage ist, was liegt am Grund ihrer Existenz? Was liegt am Wesen ihrer Weltbeziehung? Was ist da draußen? Eigentlich bevor sie da waren, bevor sie zum Subjekt werden und zu einer Welt werden, welche Art von Beziehung ist da? Und ich glaube, das erklärt, wieso Religion in so vielen Kulturen über so viele Jahrhunderte hinweg so eine starke Kraft geworden ist und zum Teil immer noch ist, weil die Religion, die fast alle Religionen, die mir bekannten, aber besonders die monotheistischen, nehmen wir die christliche, die gibt sowas wie ein Resonanzversprechen. Ja, bevor du warst, hat einer schon an dich gedacht, hat dich gemeint, hat dir das Leben eingehaucht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das gibt ein Resonanzversprechen. Ja, da ist einer, der hört und sieht mich und selbst wenn ich ihn nicht verstehe und auch wenn er mir nicht antwortet und wenn mir seine Wege unerforschlich bleiben, liegt an Grund meiner Existenz ein Ich-Du-Verhältnis, wie Buber sagen würde, der das natürlich auf den Begriff gebracht hat. Aber ich glaube eben, dass man nicht religiös sein muss. Ich meine, William James, Schleiermacher, alle sagen, das ist die religiöse Grundfrage. Liegt an der Wurzel meines Daseins eine Antwortbeziehung oder das schweigende Universum, wie Nietzsche oder Camus sagen würden? Das kann man kognitiv nicht beantworten. Ne? Aber es gibt dieses Verlangen, in eine Resonanzbeziehung zur Welt, zur Existenz als Ganzes zu treten. Und die Moderne macht es auch nach metaphysisch. Ja? Die Naturkonzeption, die Stimme der Natur. Wenn Sie sagen, ich muss mal wieder ins Grüne, ich muss mal wieder in die Berge oder in die Wüste oder ins Meer, ist es fast wie beim Beten. Ich muss nach da draußen hören, um mich selber zu finden. Es ist im buchstäblichen Wortsinne sowas wie eine Resonanzachse, die Zeit ist rum, ja. Die wir versuchen herzustellen oder die wir fühlbar machen, eine Stimme der Natur zu hören. Ich glaube, das erklärt sogar ihre Ernährungsgewohnheiten. Sie wollen frische, unbehandelte Lebensmittel, möglichst nicht gentechnisch manipuliert. Ist echt interessant, darüber nachzudenken, welche kulturelle Befürchtungen liegen da eigentlich. Ehrlich gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich vergiften, dass sie sich Schimmel holen, Bakterien holen, Viren holen, Würmer holen oder mit Fäulnis infizieren, wenn sie in den Markt Gemüse kaufen, ist gigantisch viel größer. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sterben, weil sie Marktgemüse kaufen, ist echt groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sterben, weil sie alte Gemüse kaufen, ist ziemlich gering eigentlich. Aber es ist unsere Vorstellung, dass da irgendwie noch ein lebendiges, unverfügbares, noch nicht gekilltes anderes ist. Also ich will nur sagen, Natur ist so eine Resonanzsphäre für moderne Menschen. Deshalb ist die Naturzerstörung etwas, was auch junge Leute oft mehr betroffen macht, als ihnen zu sagen, guck mal, wie ungerecht die Welt ist. Aber in der Kunst ist es nicht anders. Warum ist Musik so wichtig, so allgegenwärtig? Weil sie sowas wie eine Versicherung gibt. Die Welt tönt noch. Es ist sowas wie eine Nabelschnur zum Leben für ganz viele Menschen. Rockmusik oder klassische Musik oder andere Musik. Sie versichert uns, dass an der Grund unseres Daseins sowas wie eine Resonanz liegt. Ja, ich fand diesen Satz, den ich irgendwo gelesen habe bei einem Ethnologen, die Menschen haben getanzt, bevor sie gearbeitet haben.
war für mich wirklich fast ein Schlüsselmoment, wo ich dachte, das stimmt schon. Ja, diese Art von resonanter Weltbeziehung scheint für uns ein grundlegendes Moment zu sein. Aber Kunst, sie gehen auch deshalb ins Kino. Ja, sie gehen ins Kino und manchmal heulen sie da. Und sie heulen nicht nur bei Hollywood-Filmen oder da schon gar nicht, weil sie das Gefühl haben, da antwortet was zu mir, da spricht was zu mir, zum Grunde meiner Existenz. Und ich glaube auch unsere Geschichte, ist meine letzte Folie, ja. Auch unsere Geschichtskonzeption hat so einen Resonanzmoment. So, wie kann man damit gegenwärtige Gesellschaft kritisieren und wie kann man politisch aktiv werden? Da will ich eben sagen, dass, was ich schon gesagt habe, dass nämlich die Resonanz, die an allen möglichen Seiten scheitern kann, die kann an uns scheitern, vielleicht sogar an der physischen Disposition. Autismus ist ein hochinteressantes Phänomen, bei der nicht alle Resonanzachsen sozusagen, also besonders die sozialen, in irgendeiner Form beschädigt zu sein scheinen. Was nicht heißt, dass Autisten nicht resonanzfähig sind, aber die entwickeln eine andere Form von Resonanzfähigkeit. Ich will nur sagen, es kann physische Bedingungen haben, dass wir nicht in Resonanz mit der Welt treten können. Es kann auch psychische haben, wenn wir die Welt als verletzend erfahren. Sich auf Resonanz einzulassen, bedeutet, sich verletzbar zu machen, sich berühren zu lassen. Und wenn ich erfahren habe, dass Berührung und Veränderung Beschädigung bedeuten, dann werde ich resonanzunwillig und fähig. Das könnte einiges unserer politischen Situation erklären. Wenn Menschen die Erfahrung machen, dass Veränderung, dass das Fremde, was da herandringt in meinen Lebensbereich, nur Niedergang, Beschädigung und Verletzung bedeuten, dann will ich eine Mauer bauen, einen Zaun bauen. Das ist ein Ausdruck eines bestimmten Weltverhältnisses. Ich will die Stimme des anderen von mir fernhalten, ja nicht reinlassen. Also, es gibt physische Dispositionen, es gibt psychische Dispositionen, es gibt aber auch räumliche Dispositionen. Es hängt nicht in jedem Raum, in jeder Architektur ist Resonanz möglich. Es gibt vor allen Dingen aber auch zeitliche und soziale Bedingungen und die kann man analysieren und kritisieren. Ich habe schon gesagt, resonanzfähig sind wir nur dann, wenn wir Verletzbarkeit auf uns nehmen, wenn wir bereit sind, uns verletzbar zu machen. Und das bedeutet, oder eigentlich muss man anders sagen, Sie können keine Resonanzerfahrung haben, wenn Sie nicht bereit sind, sich so berühren zu lassen, dass sie nicht wissen, was dabei herauskommt, und das birgt ein Verletzungsrisiko. Und deshalb sozusagen brauchen wir eine Art von Schutzraum, dass dieses Verletzungsrisiko einigermaßen kalkulierbar macht. Und das ist ganz wichtig für meine Kritik der Steigerungsgesellschaft. Das Moment der Unverfügbarkeit heißt, wir müssen bereit sein, uns auf Prozesse einzulassen und auch fähig, bei denen wir nicht wissen, was das Ergebnis ist. Um das nur ganz schnell zu sagen, bei der Wissenschaft finde ich das besonders interessant. Ich glaube, gute Wissenschaft, egal in welcher Disziplin, kommt nur als Folge von Resonanzwirkungen zustande. Ja? Ich lasse mich auf was Neues ein, vielleicht auf die Resonanzgedanken, und ich weiß noch nicht, wann der bei mir Feuer fängt, und ich habe schon gar keine Ahnung, wohin mich das trägt, was dabei herauskommt. Aber wenn Sie heute forschen wollen, müssen Sie ein Drittmittelprojekt beantragen. Und in diesem Drittmittelprojekt müssen Sie genau sagen, wann, in welchem Zeitraum, Sie mit welchem Design, in welchen Schritten, welches Ergebnis produzieren. Ganz genau so sieht heute Forschung aus. Man versucht, die Sachen, den gesamten Forschungsprozess komplett verfügbar zu machen. Genauso sieht es auch in der Bildung aus. Die ganzen PISA-Studien, evidence-based. An welchem Schräubchen muss ich denn wie drehen, um da welche Art von Ergebnis zu erreichen? Und so sieht es in allen Betrieben und Bürokratien aus. Wir wollen Qualitätskontrolle, wir wollen maximale Transparenz und wir wollen vor allen Dingen permanente Rationalisierung im Sinne von Optimierung. Wer so mit der Weltseite umgeht, garantiert eigentlich, dass er die Chance, in Resonanzbeziehungen zu treten, unmöglich macht. Und man kann wirklich empirisch zeigen, von mir aus mit bildgebenden Verfahren, dass, wenn ich Menschen in Angst bringe, unter Stress setze, unter Zeitdruck bringe oder in Konkurrenzkampf führe, sie Resonanzfähigkeit reduzieren. Wenn ich irgendwie ganz schnell ein Ergebnis liefern muss, will ich mit gar nichts in Resonanz treten. Da will ich mich auch nicht irritieren und schon gar nicht verändern lassen, sondern ganz schnell ein Ergebnis liefern. Und das Gleiche ist bei Optimierungszwängen. Wenn Sie maximale Leistung bringen müssen, dürfen Sie sich nicht auf unverfügbare, nicht vorhersagbare Resonanzprozesse einlassen. Also kann man ziemlich genau sehen, welche sozialen Prozesse zu welcher Form von Gesellschaft führen. Und das führt dann dazu, dass wir in eine Dichotomie verfallen. Im Alltag operieren wir verdinglichend. Ja, da können wir uns nicht auf Resonanz einlassen. Und dann flüchten wir uns freitags in die Resonanzoase Konzert oder samstags in die Wellnessoase oder sonntags in die Kirche oder in den Wald. Damit kommt es zum kompletten Auseinanderfallen. Eigentlich wollen wir im Wald oder im Konzert rein affiziert sein und super effizient am nächsten Tag im Büro. Diese transformative Resonanzgeschehen findet dann überhaupt nicht mehr statt. Und das ist, glaube ich, das, was wir gegenwärtig in der Gesellschaft machen. Und dann versuchen wir auch, Resonanz doch verfügbar zu machen, indem wir sie kaufen. Das Resonanz
Resonanzbegehren wird in Objektbegehren übersetzt. Kauf dieses Deo und du hast ein ganz neues resonantes Körpererlebnis. Kauf diese Chips und du wirst wahre Freundschaft erfahren. Ja. Kauf diese Wellness-Safari und du wirst dem Tiger begegnen als der unverfügbaren Natur. Und es funktioniert natürlich jedes Mal nicht. Ja. Diese Form von Resonanzverdinglichung klappt nicht so richtig und damit bin ich gleich fertig. Das ist jetzt nur noch ein Gedanke. Ich bin nicht sicher, was die Resonanzwirkungen von Bildschirmen sind. Ich fände es töricht zu behaupten, Bildschirme killen immer Resonanz. Aber ich finde, wenn wir sozusagen an diesem kleinen schwarzen Viereck arbeiten, kommunizieren, uns informieren und sozusagen die Weltreichweite wird darüber hergestellt. Ich arbeite daran, ich spiele daran, ich kommuniziere darüber, ich habe meine Musik daran, meine Filme, ich habe sogar meine erotischen Abenteuer womöglich darüber. Dann ist die Weltinteraktion immer die gleiche. Der Blick ist auf das kleine, der gesenkte Blick auf das kleine Viereck und der Daumen fährt immer über die gleiche konturlose, widerstandslose Oberfläche. Ich glaube schon, dass da möglicherweise sozusagen eine Art von sinnlicher und kontextueller Verarmung liegt, die möglicherweise Resonanzqualitäten untergräbt. Sie sehen also, es gibt genügend Gründe zu sagen, die Moderne ist möglicherweise verstimmt. Was wir also brauchen, ist eine Resonanzrevolution nach einer Kritik der Resonanzverhältnisse. Die Ansätze dafür finden Sie in diesen zwei wunderschönen Büchern. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, Hartmut. Denke, der Applaus ist gerechtfertigt. Die Resonanz war da, aber ich würde, wenn ich das darf, dich jetzt tatsächlich ein bisschen beim Wort nehmen, weil es ist eine Erfahrung bei vielen Veranstaltungen, auch politischen Veranstaltungen, ist tatsächlich, dass Leute, möglicherweise auch ich, sozusagen in so eine Veranstaltung rausgehen mit einer bestimmten Erwartung und sobald die gestört wird, stimmt irgendwas mit der Veranstaltung nicht. Ich meine, nach deiner These müsste genau das Gegenteil jetzt passieren, nämlich, dass wir uns gerne auch gleich unter Einbeziehung des Publikums so ein bisschen irritieren und deswegen fange ich trotz unseres gemeinsamen Musikgeschmacks nicht mit Musik an, sondern würde mir erlauben, nochmal so ein paar grundsätzliche Nachfragen zu stellen. Sie können sich schon mal überlegen, was Sie gerne fragen wollen. Das ist natürlich mit 500 Leuten nicht ganz einfach, das jetzt bis 8:45 zu bewerkstelligen. Insofern würden wir vielleicht das Zufallsprinzip walten lassen und einfach noch so ein paar Stimmen aus dem Publikum nehmen. Stefan Depping steht hier mit dem Mikrofon schon bereit. Aber was ich als allererstes vielleicht noch mal ganz kurz fragen wollte, habe ich das richtig verstanden, dass Beschleunigung im Sinne von Weltzugänglichmachung gar kein Problem ist, soweit wir diese zugängliche Welt dann auch tatsächlich mit sie uns tatsächlich auch anverwandeln. Also das scheint ja irgendwie noch gar nicht das Problem zu sein, dass du mit dem Fahrrad an den Baggersee konntest, hatte ja den Effekt, dass du dann in den Baggersee, hoffe ich, doch gehüpft bist. Ja. Ja, manchmal auch gefallen, aber ja. Das würde ich sagen. Also ich habe tatsächlich gerade mir überlegt, dass eigentlich, also Weltreichweite zu haben, ist nicht per se ein Problem. Ne? Aber wenn sozusagen wenn der Zwang, Weltreichweite auszudehnen, was sich auch übersetzt in den Zwang, sozusagen meine Ressourcenbasis zu vermehren, also wenn ich meine Weltreichweite nicht vermehre, dann habe ich möglicherweise in der nahen Zukunft gar keine Chance mehr, Resonanz zu gewinnen. Also nur wenn sich das sozusagen selbstständigt, so dass ich dann, also mein Lieblingsbeispiel dafür ist, wenn ich irgendwie früher, weil du mit Musikgeschmack anfingst, ich finde immer ein Dreh, da doch drauf zu kommen, also irgendwie, wenn ich mir sozusagen eine Musik aneigne, haben wir früher so gemacht, dass man eine Platte gekauft hat, für die man lange gespart hat und die hat mich dann angesprochen, manchmal auch nicht, aber die Chance war ziemlich gut und jetzt habe ich meine Weltreichweite gigantisch vermehrt, weil ich 9 Millionen Spotify-Titel habe und es muss nicht so sein, dass ich dann gar kein Resonanzerlebnis mehr habe oder keine Resonanzerfahrungsmöglichkeit, aber die Gefahr besteht natürlich, dass ich durch den Zwang meine Kraft auf die Vergrößerung zu konzentrieren, mit den erreichbaren Weltausschnitten nicht mehr in Resonanz trete. Und dabei übrigens auch, um die Weltreichweitenvergrößerung zu realisieren, Resonanzfeindlichkeit habitualisiere und dispositionalisiere, dass ich zum Beispiel sage, also ich kann mich jetzt echt nicht um die Flüchtlinge kümmern und es stimmt schon, dass Fliegen scheiße ist, aber ich muss jetzt unbedingt nach Shanghai oder New York, weil das ist so eine wahnsinnig wichtige Konferenz, da sehe ich wirklich sozusagen, wie ich, um diese Weltreichweite zu realisieren, Resonanz taub werde gegenüber ganz vielen Achsen, die eigentlich wichtig wären. Das heißt, das Petitum ist eigentlich so viel Option zu schaffen, wie man Anverwandlungsmöglichkeiten hat. Gut.
Ich gehe jetzt mal von dieser Diagnose weg. Wer das Buch noch nicht gelesen hat, das ist schon 10 Jahre alt, aber das immer noch. Das Beschleunigungsbuch, ja. Genau, das Beschleunigungsbuch, sondern komm jetzt mal, das könnte man sich eigentlich sogar noch mal angucken, auf diese drei Achsen zu sprechen und der Resonanz. Die Frage, die mich da am meisten umtreibt, ist, wenn du sagst, naja, selbst Camus sagt, die Welt da draußen schweigt und alles ist entfremdet. Ich meine, müsste man sich nicht eigentlich philosophisch doch noch mal etwas intensiver auf den Punkt einlassen, dass es tatsächlich eine Erfahrung gibt, dass möglicherweise Dinge nicht in dem sind, empathisch mit mir sind, wie ich mit den Dingen. Und dass möglicherweise ich mir zwar einen Gott wünschen kann, er mir aber als Subjekt nicht begegnet. Das ist sicher empirisch sehr unterschiedlich im Raum. Was ja einen Philosophen wie Emmanuel Levinas dazu führt, es sehr stark auf Intersubjektivität zwischen Menschen zu beziehen. Ja. Eigentlich ist der andere Mensch der Resonanzraum, durch den sich dann auch Kunst, Geschichte, vielleicht sogar Religion erklärt. Ich versuche das nur mal kurz stark zu machen, um mal eine ganz andere Platte kurz aufzulegen. Muss man das nicht eigentlich ernst nehmen als moderne Erfahrung, dass wir in diesen, ja, wie soll ich das sagen, in diese religiöse Musikalität nicht mehr so ohne Weiteres zurückfinden und das deshalb mehr auf Intersubjektivität radikalisieren müssten? Also die Frage ist echt wichtig. Ich habe gerade so eine Reply auf 13 Kritiken geschrieben und da habe ich geschrieben, diese Frage scheint mir die schwierigste und die spannendste zu sein. Ne? Also weil natürlich gut, kann man dass ich sagen, sie gestellt habe. Ja, also weil halt, wenn man dann sagen kann, ja, aber wenn die Resonanz mit einem Stein, dann änderst du dich vielleicht und hast wunderbar was für Empfindungen, aber der Stein bleibt ein Stein, ja, das ist dem völlig egal, was du tust. Also im Sinne, wo du sagst, und also es sind nicht die einzig resonanten Wesen Menschen. Und da würde ich sagen, ja, es ist natürlich ein Spezifikum unserer modernen Welterfahrung. Da würde ich dir recht geben. Aber die Frage ist es, ob das nicht ein Hoch, also das ist nicht voraussetzungslos und auch nicht alternativlos. Es ist genau das Kennzeichen der Moderne, dass wir in unserem wissenschaftlich-rationalen Weltverhältnis eigentlich in einem toten Universum leben. Ja, das einzig Resonanzfähige, das einzig Fühlende und Handelnde sind wir. Und ansonsten gibt es dann auch tote Materie. Das ist aber nicht selbstverständlich. Ich meine, der Witz ist, dass wir es noch nicht mal, dass wir es in der Moderne ja noch nicht mal konsequent durchhalten, weil wir natürlich diese poetische Gegenseite immer haben, schläft ein Lied in allen Dingen oder Rilke, ich will immer warnen und wehren, bleibt fern, die Dinge singen höre ich so gern, ihr rührt sie an, sie werden starr und stumm, das ist sozusagen dieses Argument, aber eigentlich kann die Flasche gar nicht mit mir resonieren, also sie werden starr und stumm, ihr bringt mir alle die Dinge um und dann gehen wir ins Museum in der Hoffnung, dass da irgendwie ein Bild doch zu mir spricht oder die Flasche, die dann plötzlich da im Museum steht. Also wir haben, besonders in der Ästhetisierung, wo wir dann verlangen, dass sogar das Badezimmer noch uns anspricht, uns was zu sagen hat. In unserem Alltagsverhältnis nehmen wir eine andere Perspektive zur Welt ein und wir haben auch eine andere Erfahrung. Und ich meine, letzten Endes führt halt wirklich in die Frage, was können wir wirklich mit wissenschaftlichen Mitteln über die Natur der Welt sagen? Und da ist halt dummerweise die Sachlage nicht so einfach, wie sie jetzt in deiner Diagnose scheint. Ja, weil nämlich die Physik sagt, wir haben kein, also schon Raum und Zeit. Das sagt die Physik wirklich, da musst du nicht Esoteriker dafür sein, ja? Sind extrem schwierige Begriffe, die sind relativ und vermutlich nur der menschlichen Erfahrung, also da kommt, nähert sie sich wieder Kant an und da kommt sie auf sowas wie String, zumindest sagt die, da brauchst du auch nicht Stringtheorie dafür, obwohl die Stringtheorie eine schöne Resonanztheorie ist, aber die Physik sagt eigentlich, es gibt jedenfalls nicht ein beobachterunabhängiges Universum, so wie wir es uns bisher gedacht haben. Und Latour und Descolas sagen natürlich, das ist das Problem der Moderne. Teil unseres Dilemmas ist, dass wir das ganze Universum für tot erklären. Bis zur Renaissance gab es die Idee sozusagen, dass Dinge sprechen, dass Hunde verantwortlich gemacht werden, dass Dämonen in Unsinn, kann man alles sagen, ja, alles Aberglaube und Unsinn, aber New Materialisms, Karen Barrard zum Beispiel, ne? Das ist halt eine Physikerin und Feministin und Wissenschaftstheoretikerin, die hat diese Idee, Meeting the Universe Halfway, die sagt, genau in der Konzeptualisierung zu dem Ding da draußen müssen wir unsere Beziehung ändern und meine Antwort auf dich ist eigentlich eine agnostische. Ich weiß nicht, was der Stein macht und was der Berg macht, aber es wahrscheinlich gibt es den Stein und den Berg, schon Berg gibt es gar nicht, was soll denn ein Berg sein? Irgendwie eine Konfiguration von Atomen oder sowas, es geht also um die Frage, in was für eine Art von Beziehung trete ich zu dem Berg? Und darauf kommt es jetzt genau an. Lebe ich in einem toten, schweigenden Universum oder in einem responsiven? Und da bin ich dafür, dass wir ein responsives realisieren. Aber das heißt ja, dass du den Berg oder den Stein irgendwie als Subjekt einsetzt, wie den Menschen in gewisser Weise auch. Ich meine, dass der Vulkan oder die Gezeiten, dass wir nicht nur die beeinflussen, sondern die uns, das steht, glaube ich, außer Frage. Aber das ist ja noch kein wechselseitiges Antwortverhältnis.
Also sich gegenseitig beeinflussen heißt ja noch nicht sich gegenseitig antworten. Das interessiert mich einfach. Ja, klar. Also ich meine, ich finde das auch schwierig. Also an der Stelle kommt man irgendwie ins Stottern. Aber Charles Taylor zum Beispiel, der ursprünglich mal mein Guru war und inzwischen der völlig auf die Resonanztheorie abfährt, was ich irgendwie ganz super finde, hat irgendwie gerade versucht nachzuzeichnen, wie eigentlich, ihn hat ja schon immer die Romantik sozusagen interessiert. Und er sagt, die romantische, und das fand ich ehrlich gesagt jetzt richtig cool, er sagt, die romantische Konzeption von Natur ist eben nicht mehr so wie die alte, wo die Menschen dachten, die Natur ist irgendwie das Buch Gottes, das wir nur verstehen müssen, sondern also Natura Naturans sozusagen, die antwortet uns schon, also das, was Natur ist, mindestens, ich glaube, wir können uns, also die Frage, es gibt eine interessante Parallele an der Stelle zwischen der Romantik und Karen Barad, die eben sagen, doch, also Karen Barad schreibt einen auf, finde ich wirklich interessant, weil die jetzt nicht eher aus der ESO-Szene oder sowas kommt, die schreibt, Matter yearns, sighs, desires, ja, diese Dinge da draußen, die sind so, als würden sie, und ich zucke da auch ein bisschen zurück, aber letzten Endes würde ich sagen, die Frage ist, wie wir die Dinge behandeln, ja, behandle ich sie, erfahre und behandle ich sie als ein antwortendes Gegenüber oder als ein stummes Instrument meiner Weltreichweitenvergrößerung. Und da glaube ich schon, gerade wenn du an die ökologische Frage denkst, und ich finde eben auch, wenn du sowas wie die politischen Fragen und die Flüchtlingsfragen denkst, da haben wir, glaube ich, wirklich, man kann, glaube ich, sehen, dass wir in allen Dimensionen unseres Lebens gezwungenermaßen auf eine Verdinglichungsperspektive umschalten. Ich finde wirklich, das ist kein Zufall, dass wir die Idee haben, die dominanten politischen Bilder sind, lass uns eine Mauer bauen, lass uns einen Zaun bauen, lass uns am besten noch irgendwie die lass uns wieder aufrüsten, um uns das Fremde, das Andrängende, das Andere vom Hals zu halten. Aber letzte Frage dazu, wie fremd ist dann tatsächlich im Sinne von einer überraschenden Antwort sozusagen die Dinge und die Natur jenseits der Menschen? Komm mal auf dieses Metronom-Beispiel, das ist ja total interessant. Ich meine, könnte man das nicht eigentlich auch umdrehen und sagen, die Metronome führen deshalb sehr schnell zum Gleichklang, weil sie nämlich anders als der Dialog zwischen Menschen, vielleicht auch der Dialog zwischen Lebewesen, eben auf einem physikalischen Prozess beruhen, der in gewisser Weise zum identitären Gleichklang neigt, weil da als Subjekte eingesetzt werden, wer gar keine Subjekte sind. Verstehst? Wenn ich jetzt mit dir rede, das ist ja, dann würde ich auch sagen, die Resonanz ist eigentlich, dass ich nicht weiß, was vom unverfügbaren anderen, in dem Fall du, kommt. Also es ist immer dieses überraschende Moment. Das Metronom-Beispiel ist null überraschend. Ja. Warum? Möglicherweise, weil sie gar keine Subjekte sind. Das wollte ich... Das finde ich viel lustig. Das hat mit Soziologie vielleicht gar nichts zu tun, aber mit Philosophie hat es jedenfalls viel zu tun. Das ist mir ja auch wichtig. Ich finde das wirklich wichtig. Und eigentlich, man soll sich damit auch nicht zu leicht machen. Und vielleicht ist ja auch alles ein großer Quatsch. Also ich meine, wenn man es ernst nimmt, immer Resonanzgedanken, kann das halt auch das Ergebnis sein. Ich habe die Metronome aber nicht eingeführt, weil ich sagen wollte, die sind Subjekte, sondern ich habe die nur eingeführt, weil ich sagen wollte, mir ist Resonanz mehr als ein Metaphernbegriff, weil es um eine bestimmte Form von Beziehung geht. Ja. Und die habe ich dann damit versucht zu etablieren. Jetzt sagst du, das ist schon interessant. Da hast du nämlich auch recht. Die Differenz, also ich würde dir da zustimmen, die Differenz ist, dass das Metronom sozusagen genau eine Stimme hat. Ja, das hat schon eine Eigenfrequenz. Und übrigens siehst du das auch, dass die nicht aufgegeben und verloren wird, siehst du daran, dass in dem Moment, wo ich dann irgendwie diese Konstruktion störe, also den Resonanzraum, oder das eine Metronom ein bisschen manipuliere, für eine hundertstel Sekunde anhalte, die sofort wieder auseinander sind. Ja, die schlagen weiterhin in ihre eigene Frequenz. Das Problem bei uns beiden ist, dass wir eben nicht nur diese eine Frequenz haben, ja, sondern wir sind sozusagen aufgespannt, wir sind sowas wie statt Metronom ein Klavier oder so. Ja, das in ganz vielen verschiedenen Tonarten und Tonlagen spielen und klingen kann und deshalb jede Menge überraschende Wechselwirkungen herstellen. Das ändert aber, glaube ich, nichts daran zu sagen, die Art der Beziehung ist durch die 5 Merkmale definiert, wie ich es versucht habe darzulegen. Noch eine allerletzte Frage, weil bald Wahlen sind und wir alle ja auch so ein bisschen politisch diskutieren sollten. Was mir in deinem Buch sehr nachhaltig in Erinnerung ist, positiv, ist deine Ausführung zu Bildung und Schule, weil du sagst, eigentlich ist die Schule ein entscheidender Resonanzraum, also Schule jetzt mal als auch weit gefasst als Bildungsinstitution, in dem sich diese Frage von Resonanz, von Weltaneignung und Weltverwandlung entscheidet. Ja.
um mal jetzt von dieser Sozialtransfer- und Grundeinkommensfrage vielleicht mal ein bisschen wegzukommen, was folgt denn da politisch draus? Oder was müssen wir denn da tun? Weil das ist meine Wahrnehmung genau auch. Es entscheidet sich eigentlich schon mit 6, ob du jetzt musikalisch bist oder nicht, sogar mit 3. Ja. Ich sehe es bei meinen Kindern, was da für unglaubliche soziale Wegegabelungen zu einem frühen Zeitpunkt getroffen werden, auch mit Blick auf die Kategorie der Resonanz. Was machen wir denn da? Also ich habe ja irgendwie grundsätzlich die Hoffnung, dass durch ein neues Verständnis von Leben und von Welt und von Gesellschaft und auch von Bildung ein erster Schlüssel gefunden wird, wie man Dinge anders machen kann. Weil ich finde, gerade im Bildungswesen, und das hat sich wirklich nochmal radikalisiert, die Idee, dass es da um verfügbar machen geht, nämlich um Kompetenzen erwerben. Ich finde das eigentlich ganz interessant. Es gibt 2 Bildungsvorstellungen, von denen ich glaube, die sind beide falsch. Die eine ist irgendwie die momentan eigentlich dominant ist, wo die Idee heißt, du musst Kompetenzen erwerben, eigentlich um deine Weltreichweite systematisch zu vergrößern und zu nützen. Ja, also du musst Englisch lernen, damit dir die englische Welt verfügbar ist. Du musst die Geschichtsdaten und so lernen, damit dir die Geschichte verfügbar ist. Du musst die physikalischen Formeln lernen, damit du das Wissen und Können dann auch über alles mögliche andere hast, ganz abgesehen davon, dass du Abitur brauchst, damit dir die Welt der Uni und alle möglichen anderen Dinge offen steht. Also Bildung wird sozusagen als Kompetenzaneignung verstanden, was eigentlich sowas wie, was im wahrsten Sinne des Wortes Weltreichweite ist. Und dagegen laufen Bildungswissenschaftler Sturm, die sagen, nee, eigentlich ist Bildung ein Subjektformationsprozess. Ja, du musst das Subjekt, deinen Charakter, das Subjekt heranbilden. Das ist dann sozusagen Subjektbildung. Und ich würde sagen, wir brauchen einen neuen Bildungsbegriff, der sagt, es ist eine Weltbeziehungsbildung. Ja, es ist nicht einfach Kompetenzen im Sinne von Weltreichweite, es ist nicht einfach Subjekt in Stimme von im Sinne eines ausgebildeten oder formierten Charakters, sondern es ist die Fähigkeit, sich Welt so anzuverwandeln, dass sie zu sprechen beginnt. Und ich glaube, das kann man wirklich sehen. Der Sinn von Fächern in der Schule ist, dass wir plötzlich einen Sinn gewinnen, dass uns zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel dafür sind Gedichte, weil man da gut Kompetenz von Resonanz unterscheiden kann. Kompetenz in Lyrik, ja, was schon spezifisch genug ist, habe ich, wenn ich Versform, Reimschema, Strophenform, Epoche, rhetorische Figuren, Topoi und sowas identifizieren kann. Da bin ich kompetent, ich kann 20 Seiten schreiben. Aber Resonanz habe ich, wenn dieses Gedicht, egal welches es ist, plötzlich zu mir zu sprechen beginnt. Wenn ich damit eine Erfahrung in irgendeinem Sinne mache, dann ist sozusagen Deutschunterricht resonant geworden. Das gilt natürlich auch für Romane, wenn es jetzt um Deutsch geht. Der Witz ist aber, das gilt für jedes Fach. Ja, Geschichte ist für mich zu Resonanzfeld geworden, wenn mir das plötzlich was sagt, die Weimarer Republik oder die Griechen oder die Ägypter. Und auch die Physik. Ja, wenn mir plötzlich diese physikalischen Phänomene, das Universum oder das Schwarze Loch oder das Quantenphänomen, wenn das für mich zu sprechen beginnt, und das geht sogar für die Musik und den Sport und den Religion. Und das Entscheidende ist eigentlich, dass Bildungsinstitutionen so funktionieren, dass es für die Gewinner, für die Bildungsbürgerlichen, Vorgeprägten, zu einem großen Resonanzfeld wird. Ja, inzwischen sind so die Mädchen die größeren Gewinner als die Jungs in der Hinsicht. Die sagen dann, die kommen vielleicht wirklich mit leuchtenden Augen aus der Schule und sagen, boah, das war voll cool heute. Ja, wir haben irgendwie Gedichte interpretiert und ich weiß nicht was noch. Und es war auch in der Theater-AG schön und dann spiele ich noch im Orchester. Und für die Bildungsverlierer sozusagen wird die Schule zu einer einzigen Entfremdungszone. Das sagt mir alles nichts. Also nichts davon sozusagen. Und übrigens auch die Lehrenden nicht und die Klassenkameraden nicht. Das heißt, ich finde, was wir also brauchen, ist einen Sinn dafür, wie wir Bildungsinstitutionen so umbauen, dass sie sozusagen Resonanzbeziehungen zur Welt ermöglichen, ohne Verdinglichungsbeziehungen zu anderen sozialen Gruppen oder Ressourcen oder überhaupt zur Welt gleichzeitig zu realisieren und ohne soziale Unterschiede zu reproduzieren. Wie man Schule zu einem Resonanzfeld macht, darüber gibt es jede Menge an Überlegungen und Ideen, aber das kann man, da würde ich jetzt sagen, wenn ich dir jetzt mit der Blaupause komme und sage, es sind 7 Punkte, dann hätte ich Resonanz selber verfügbar gemacht und das darf ich nicht, also lasse ich es lieber. Okay, meine Damen und Herren, ich gehe davon aus, dass die eine oder der andere sich eine Frage überlegt hat. Wir gucken ein bisschen auf die Zeit, aber sind ganz entspannt und da hinten der nette Kollege, der das Mikrofon in der Hand hält, übrigens die ganze Veranstaltung organisiert hat, dafür vielleicht mal einen kleinen Zwischenapplaus. Genau wie Arne Ulrich hier in der Mitte. Nimmt sie jetzt gerne dran. Ich guck mal ein bisschen, wer sich traut. Dann gehen wir vielleicht mal hier nach ganz vorne und dann sehe ich auch schon eine Wortmeldung hinten. Stefan, komm, ich lotse dich ein bisschen. Hier war eine erste Wort. Ach, Anne, du hast auch. Okay, alles klar, Entschuldigung.
da. Bitte schön. Danke für den Vortrag. Kann man mich hören? Ja, ja. Wenn ich die resonante Erfahrung richtig verstanden habe, dann ist ja die reine Resonanz sowas wie ein Tiersein. Ja? Und der Gegenentwurf dazu wäre dann sowas wie eine Reflexion, also ein in Bezug zum eigenen Ich setzen. Also es scheint, dass Ich und Resonanz sich gegenteilig zueinander zu verhalten. Also je größer das Ich, desto weniger Resonanz und je mehr Resonanz, desto weniger Ich. Aber also beide Extreme können ja nicht das Ziel sein. Also man kann nicht eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben oder halt ein Tier sein. Aber jetzt ist die Frage, wie setzt man das im Verhältnis zueinander? Also wie viel Ich und wie viel Resonanz braucht man denn? Ja, also die Frage ist gut, finde ich, aber ich glaube nicht, dass wir, das sollte auch nicht mein Ziel sein, zu sagen, wir müssen irgendwie wieder wie Tiere oder wie Kinder werden, weil meine These ja ist, eine Resonanzbeziehung bedeutet, dass zwei Seiten miteinander in eine Beziehung treten, die beide mit eigener Stimme sprechen, und das Reflexionsvermögen gehört natürlich zu dieser eigenen Stimme dazu für Menschen. Also ich meine, es ist schon so, dass Resonanzerfahrungen immer auch leibliche Erfahrungen sind und manchmal sogar vielleicht nur leibliche Erfahrungen, ja? Also kommunizierende Leiber, in der Phänomenologie ist das stark ausgearbeitet, das stimmt schon, in der Art, wie wir zueinander stehen und uns in die Augen blicken, da ist schon ein Moment von Resonanz drin. Aber für menschliche Wesen sozusagen gehören natürlich Reflexionsprozesse und kognitive Verarbeitungsprozesse notwendig dazu. Und es gibt Resonanzen, die sozusagen nur kognitiv ausgelöst werden. Das ist mir wichtig in der Diskussion mit den Phänomenologen. Wenn Sie eine Idee hören, ja, dann ist es nicht primär leiblich. Sie müssen sie zwar hören, das heißt, der Leib ist beteiligt, aber es ist eigentlich ein kognitiver Prozess. Und Sie brauchen jetzt das, was Sie Ich nennen, um mit einer eigenen Stimme antworten zu können. Ja, Sie lassen sich berühren von einer Idee oder einer Melodie oder auch von einem anderen Menschen. Das finde ich, ich glaube ehrlich gesagt, auch da im Blick auf Flüchtlingsprobleme, ist, dass das dann so dichotom genannt wird. Ja, aber wenn die alle herkommen, dann haben wir ja nichts mehr zu sagen. Das ist eigentlich eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung, die vielleicht auch auf realen politischen Erfahrungen beruht. Ja, wir haben eben Welt nicht mehr, wir können sie uns nicht anverwandeln, aber die Idee ist, es ist ein Prozess, bei dem ich mich, also ich muss offen genug sein, Sie haben das Tiersein genannt, ich muss offen genug sein, um mich noch berühren zu lassen. Wenn ich so stark ich bin, dass ich nur noch weiß, was ich will und das gegen alle durchsetze, bin ich nicht mehr resonanzfähig. Aber wenn ich so offen bin, dass ich mich von allem berühren und affizieren lasse, dann fehlt mir die Selbstwirksamkeit als die antwortende eigene Stimme. Deshalb will ich wirklich sagen, eine Resonanzbeziehung ist eine, bei der ich offen genug bin, um mich berühren und dann auch transformieren zu lassen. Übrigens ist das in der Akustik so, wenn Sie zwei Instrumente haben, Geige und Gitarre oder so, die müssen offen genug sein, um in Schwingung zu geraten, aber geschlossen genug, um selber tönen zu können, zurücktönen zu können. Deshalb würde ich sagen, Sie haben die beiden Probleme richtig erkannt, mit dem Narzissmus oder dem Tier, es kommt genau auf die Balance an. Und damit diese Balance gelingt, das hängt dann auch wieder von sozialen Bedingungen ab. Okay, dann Anne, ja, du siehst besser. Hallo, Martin Schmidt vom Zentrum für zeithistorische Forschung. Die erste Frage von mir wurde jetzt schon angesprochen, das wäre die nach dem Konstruktivismus gewesen. Also gerade die Frage, was können wir überhaupt über die Welt sagen im Sinne von Maturana. Deswegen möchte ich direkt zu meiner zweiten Frage kommen, und das ist... Es ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie Sie eben von Ihrem ersten Beschleunigungsbuch jetzt zu der Resonanz gekommen sind. Ich finde aber, das knarzt an einigen Stellen ganz gehörig. Und zwar, wenn man sich anschaut, das Streben nach mehr Welt als das dominante Paradigma der Moderne zu definieren, kommt man genau an diese Schwierigkeit des modernen Begriffes, nämlich, dass es nicht das einzige Paradigma ist, sondern dass man das durchaus differenzieren muss. Simples Beispiel, in der derzeitigen Debatte um Geflüchtete gibt es Menschen, die sagen, wir wollen weniger Geflüchtete, wir wollen ein weniger an Welt. Und das ist jetzt ein Beispiel, was man sagen könnte. Das nächste wäre ein Beispiel, Sie hatten auf einer Folie die Transformation angeführt. Ich glaube, das ist ein zentraler Begriff. Dass es nicht unbedingt ein Mehr, sondern ein Anders sein kann. Auch Wissenschaft würde ich nicht begreifen als ein additives Aufeinanderstapeln von Dingen. Das ist für mich keine Wissenschaft. Das ist W-Strich ist keine Wissenschaft, was bei rauskommt. Sondern es ist genau dieses anderes Sehen. Ja, vielen Dank. Vielleicht noch zwei Leute dazu nehmen, weil wir sie mehr rumkommen. Okay, ja. Jetzt wären eigentlich zwei Frauen dran. Ja. Hatten sich Frauen gemeldet?
Okay, wo waren die Wortmeldungen? Ja, die Antwort kommt. Ich habe eine Frage. Und zwar, kann Ihrer Meinung nach das Leben, die Welt und überhaupt alles überhaupt noch gelingen, wenn wir alle ein Maximum an Resonanz erreichen? Also so utopischerweise irgendwie alle die perfekte Resonanz miteinander erreichen. Könnten wir dann hier um 19:30 sitzen? Wären wir nicht alle vielleicht irgendwo in der U-Bahn oder sonst wo hängen geblieben und würden miteinander in Resonanz treten, schwingen? Keine Ahnung, also... So, keine Ahnung, was Sie dazu denken. Okay, noch eine? Ja. Ja, danke für den dynamischen Vortrag. Ich mag auch das schnelle Reden gerne. Ich habe eine feministische Rückfrage, und zwar vieles von dem, was Sie ausgeführt haben, resoniert bei mir mit Begriffen aus feministischen Debatten um Care-Arbeit, um Fürsorgearbeit, Verwiesenheit, Offenheit, Vielstimmigkeit. All das sind ja Konzepte, die wir seit 40 Jahren hoch und runter diskutieren. Und wo ist jetzt der Unterschied und warum spielt Geschlecht gar keine Rolle? Ich denke, gerade Fürsorge ist doch eine wichtige Dimension von Resonieren, also sich einlassen können. Und all das braucht ja ein durchlässiges Sein. Und ich verstehe nicht so ganz, warum Sie da manche vielleicht historisch wichtige Gewordenheiten aus der feministischen Debatte heute ausgeklammert haben. Ja, das reicht jetzt, oder? Also die Frage ist berechtigt, wenn Sie den heutigen Vortrag meinen, wenn Sie das Buch oder die Resonanztheorie überhaupt meinen, dann glaube ich, kann ich Ihnen sehr weit entgegenkommen, weil ich finde, dass Sie völlig recht haben. Und da habe ich das auch versucht, wahrscheinlich nicht genug versucht, weil also feministische Theorien ist nicht mein Hauptarbeitsfeld, aber ich finde, dass Sie da einen ganz wichtigen Punkt haben, der völlig richtig ist. Es gibt bei mir ein Kapitel in dem Buch, das heißt, ist Resonanz katholisch, weiblich, jung? Klingt jetzt vielleicht ein bisschen provokant, also klingt bestimmt provokant. Aber ich finde, ich finde, Sie haben völlig recht, Sie haben gesagt, Care-Work zum Beispiel, aber es ist nicht nur das, also Fürsorgearbeit, es ist tatsächlich so, finde ich, dass in unserer kulturellen Konnotation von Weiblichkeit, ja, ich sage nicht in den Genen oder in der Biologie oder sonst wo, da denke ich, sind wir uns völlig einig, das Weibliche als das Resonante konnotiert wird. Das ist wirklich interessant. Also ich habe jetzt heute auf Resonanz fokussiert, aber nach meiner Auffassung oder nach meiner Theorie gibt es verschiedene Formen der Bezugnahme auf Welt. Natürlich auch instrumentelle Weltverhältnisse, verdinglichende Weltverhältnisse und repulsive und indifferente, aber das interessante im Blick aufs Geschlechterverhältnis ist, dass wir uns das weibliche Weltverhältnis denken, ja, kulturell konnotieren, als ein resonantes. Ja, das sieht man irgendwie daran, dass man sagt, also Frauen haben ja viel mehr einen Sinn fürs Teilen und für die anderen Menschen, also alles, was mit Fürsorge zusammenhängt, fürs Erziehen übrigens auch, Erziehen und Pflege, als ganz als zentral Resonanzgeschehen und eben nicht verdinglichendes Geschehen. Aber wir sagen auch, Frauen sind ja viel emotionaler, ja, und Frauen, die können viel besser auf ihren Körper hören oder so. Also es ist wirklich interessant. Und übrigens bei Männern ist gerade andersrum. Ja. Ein Mann weint nicht, ja, wäre das Paradebeispiel, der lässt sich nicht affizieren. Die kalte, verstandesmäßige, verstandesdominierte, instrumentelle Bezugnahme auf die Welt, das verstehen wir als das Männliche. Bis in die Details übrigens, wenn man auf ein Geschlechterhabitus oder so etwas guckt. Deshalb will ich also nicht sagen, nicht das Biologisieren oder so, sondern in der kulturellen Konnotation ist es so, das Weibliche wird als das Resonante, das Männliche als das Verdinglichende, Instrumentelle verstanden und das Männliche dominiert. Das dominante Weltverhältnis der Moderne, das Privilegierte, das Bezahlte, wenn Sie so wollen, ist das Verdinglichende, das Männliche. Und genau das hat uns in das Desaster geritten, in dem wir uns jetzt befinden. Deshalb würde ich eigentlich sagen, das schreibe ich eigentlich auch, genau genommen würde das heißen, alles, was sozusagen, also was als weiblich konnotiert ist, ist ganz eng an dem, was ich mit Resonanz meine. Und daher kommt auch die Überschneidung, die Sie beobachten, so ganz viel in diesen Diskurshorizont. Und ich finde es eben kein Zufall, dass Karen Barad, die ja auch aus dem Feminismus kommt, eigentlich eine Resonanztheorie der Physik geschrieben hat. Das finde ich ultra cool, da will ich auch als nächstes da stärker darauf hingehen. Was Sie beschreiben, ist so eine Art von Resonanztotalitarismus. Also darauf habe ich eine Reihe von Dingen zu sagen. Das eine ist ja, dass ich sagen wollte, weil Sie haben völlig recht, man könnte erstmal sagen, okay, Rosa will halt was anderes maximieren. Ja, wir maximieren dann nicht mehr Geld oder Ressourcen oder Weltreichweite, sondern Resonanz. Und, aber eigentlich arbeite ich ja im Jena Postwachstumskolleg und meine Idee war, kann ich nicht eine Definition gelingenden Lebens finden, eine überzeugende, die sich dieser Steigerungslogik entzieht. Und deshalb ist wirklich nicht nur deshalb dieses Moment der Unverfügbarkeit für meine Resonanztheorie von zentraler Bedeutung. Ich kann das nicht systematisch steigern. Ja. Wenn ich irgendwie versuche, mehr Resonanz zu realisieren. Wahrscheinlich gibt es bald diese Handbücher. Ja? Mehr Resonanz in der Familie, mehr Resonanz, mehr Erfolg im Berufsleben durch bessere Resonanz oder so. Diese Art von Verdinglichung wird nicht gelingen und man weiß auch nie, dadurch werden wir eigentlich Resonanz vernichten und das passiert auch. Aber es gibt noch ein konzeptuelles
Problem. Das ist philosophisch halt wirklich schwierig, aber ich nenne das das Herzstück, das zentrale, mir wichtigste Kapitel heißt die Dialektik von Resonanz und Entfremdung. Und die legt irgendwie nahe, da versuche ich nahezulegen, warum es nicht sein kann, dass wir sozusagen permanent mit allem in Resonanz treten. Ja, schon mal, weil wir dann die eigene Stimme verlieren, aber auch, weil wir dann eben nicht mehr ein anderes als anderes hören und dadurch affiziert werden. Wir brauchen, also genau genommen, glaube ich, Leben kann nicht gelingen, indem wir versuchen, das könnte nur so eine Resonanzsimulation sein, mit der Dauerresonanz. Es gibt sowohl konzeptuelle Hinderungsgründe, wir brauchen das Unverwandelnde, auch das Schweigen der anderen und vor allen Dingen das, was sich immer entzieht, um mit ihm in Resonanz treten zu können. Und wenn dieser Zustand passiert, den Sie meinen, ich würde schon in der U-Bahn aufgehalten, weil ich dauernd mit allem in Resonanz trete, dann haben Sie keine eigene Stimme mehr, auch keine Selbstwirksamkeitserfahrung mehr. Ja, das wäre ja der Moment des nur noch Überwältigtwerdens durch den anderen. Ich finde es übrigens auch interessant, Adornos Erfahrungsdiskussion ist wirklich die, er sagt, wir werden überwältigt, sogar überfallen, wir werden eigentlich ohnmächtig durch die Berührung von einem anderen. Da würde ich sagen, da hat er natürlich einen ganz starken Punkt gegen das Autonomiedenken. Ja, wenn wir immer denken, Autonomie ist das Entscheidende, dass ich mir selbst die Gesetze und die Prinzipien meines Handelns gebe, da würde ich sagen, das macht uns auch resonanzunfähig. Aber das nur überwältigt werden von allem in der U-Bahn und sonst wo, macht mich auch resonanzunfähig, weil ich da nicht mehr antworten kann. Ja, damit Sie antworten können, müssen Sie es gelegentlich auch mal in einen Vortrag schaffen, ja, vielleicht nicht in meinen, aber in irgendeinen. Deshalb würde ich sagen, dieses Horrorszenario ist nur ein Horrorszenario, das auf einem, wenn man einen Resonanzbegriff falsch interpretiert. Die Sache mit dem, es gibt in der Moderne auch andere Paradigmen, da haben Sie zwei genannt, also die Leute wollen weniger Flüchtlinge und nicht mehr, die wollen nicht mehr Welt, sondern weniger Welt. Ja, weil sie die andrängende Welt in Form von Flüchtlingen, dieses andere, nicht als einen Resonanzappell verstehen, sondern als eine Bedrohung. Ja, das ist ein repulsives Weltverhältnis und die Idee ist, glaube ich, auch wirklich, dann haben wir ja hier Pegida, dann haben wir ja hier bald überall nur noch Moscheen. Da sehen Sie sofort eigentlich, entweder passen die sich an mich an, wenn die hierher kommen, soll sich gefälligst anpassen, oder wenn es so viele sind, dass sie das nicht mehr tun, dann müssen wir in die Moschee gehen. Da sehen Sie sozusagen, die wollen Welt wirklich aussperren, weil die Erfahrung des Inkontakttretens mit einem anderen nur bedeuten kann, entweder dominieren wir die oder die uns sozusagen. Und die Idee eines, dass wir ja dann eine eigene Stimme haben, die wir damit in Beziehung setzen, die wird ausgeblendet. Ja, also die Welt, die wir uns da vom Leibe halten wollen, das stimmt natürlich, ist eine, die wir nicht in Reichweite bringen können. Die Sorge ist, dass wir diese Flüchtlinge, wenn sie kommen, eben nicht verfügbar machen, sondern dass sie uns verfügbar machen. Ja, also deshalb glaube ich, das ist kein Gegenbeispiel, sondern im Gegenteil. Das zeigt, dass wir eine falsche Form von Beziehung haben in diesem Resonanz. Und übrigens, man sieht es, wenn einer sagt, wir haben hier genug Probleme, die Flüchtlinge sollen draußen bleiben. Ich finde das wirklich interessant, phänomenologisch sich das anzugucken. Das ist in der Geste Repulsion, bleib mir vom Leib, ich will nicht affiziert werden. Es ist in der Mimik, ja, ein Verschließen. Die Flüchtlinge sollen für sich selber. Gucken Sie sich Interviews an, wo Leute das sagen. Ja, die sind ja nicht alle böse oder doof. Aber man sieht wirklich, sogar in der Stimme und in der Haltung, in der Körperhaltung und in der mentalen Haltung, lass mir die Welt vom Leib halten. Ich will damit nicht in eine Art von Resonanz treten. Also man hat das Gefühl, das ist nicht sozusagen eine Welt, die ich mir verfügbar machen kann, potenziell als Resonanzfeld erschließen, sondern eine bedrohliche Welt, die ich wegblenden will. Und in der Wissenschaft, das glaube ich nicht völlig, wobei Sie natürlich irgendwie recht haben. Aber darüber habe ich schon vor einiger Zeit mal einen Aufsatz geschrieben. Man kann irgendwie sagen, Wissenschaft will ja nicht mehr die Wahrheit erforschen, sondern nur immer was anderes. Also ist es schon so, dass die Wissenschaftler noch ziemlich lange gedacht haben, ich mache Physik, weil ich will wissen, wie die Welt wirklich aufgebaut ist. Ja? Oder Soziologie, weil ich wirklich wissen will, wie das mit der Gesellschaft aussieht. Weil ich will endlich mal wissen, was es wirklich mit unserem Leben auf sich hat. Und jetzt kann man sagen, nee, moderne Menschen machen das nicht mehr. Ja? Wenn sie fragen, wieso studierst du Soziologie oder Physik? Naja, ich will halt neue Fragen stellen, neue Antworten finden, neue Debatten machen oder so. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, kein einziger wäre zum Vortrag gegangen, bloß weil er mal was anderes hören will. Die Idee ist immer noch und die Hoffnung, dass in diesem anderen doch noch eine Facette für eine Wahrheit liegt, für eine Wirklichkeit, die ich bisher nicht gesehen habe. Also ich glaube nicht, dass wir ganz ohne den Gedanken auskommen, dass dieses Neue, was wir noch erforschen wollen sozusagen einen Fortschritt im Sinne auf eine, eigentlich auf eine Vergrößerung der kognitiven Weltreichweite ist. Meine Damen und Herren, ich sehe jetzt noch zwei Wortmeldungen, die würde ich jetzt noch dran nehmen, aber wir machen pünktlich um 8:45 gemeinsam hier Schluss und gehen dann zum Getränk in die kleinen Gruppen unten. Ja? Okay, die zwei nehme ich noch dran, bitteschön. Dankeschön. Ich hatte zwei Fragen zu Abgrenzungen von Resonanz zu anderen Alternativvorschlägen. Das war zum einen Authentizität. Sie haben erwähnt, dass Resonanz nicht mit Authentizität oder Eigentlichkeit oder etwas dergleichen gleichzusetzen ist. Ich wollte fragen, könnten Sie
das Argument oder wiederholen oder vielleicht klar machen, warum, okay, wir haben diesen Unterschied, aber warum soll gerade dann die Resonanz und nicht die Eigentlichkeit das Eigentliche sein? Im anderen, also die andere Abgrenzung wäre bezüglich Anerkennung und sagen wir mal moralischen Theorien. Man könnte glauben, dass Resonanz nicht nur mehr als Anerkennung ist, sondern in bestimmten Momenten vielleicht dieser sogar widerspricht. Also was ist zum Beispiel mit dem Kinderschänder, der Resonanz im Sexakt mit dem Kind findet? Hier scheint keine Anerkennung wirklich stattzufinden, aber trotzdem scheinbar ein Resonanzphänomen. Vielen Dank. Anne, da hinten hatte sich noch jemand gemeldet. Hallo, Fabian. Nein. Mir kam vorhin der Gedanke der Emergenz in Bezug auf Resonanz, weil es ja da diesen Konflikt gab zwischen Intersubjektivität und die Resonanz mit einem Objekt. Ja. Und da dachte ich, vielleicht wäre die Lösung, dass wir ja, wenn wir uns in der Welt verhalten, wir es ja mit emergenten Phänomenen zu tun haben, sprich System, also ein System Eigenschaften einnehmen kann, bestimmt durch Subsysteme, die andere Eigenschaften haben, die in keiner Weise auf die Eigenschaften des übergeordneten Systems hindeuten. Und dass da vielleicht die Lösung dieses Konflikts wäre, dass eben durch die Emergenz eben auch ich mit der Interaktion des Objektes daraus quasi was Neues entsteht, was eben Resonanz ermöglicht, obwohl es eigentlich nur ein Objekt ist und kein Subjekt. Also das kam mir so in den Sinn und vielleicht, ob Sie das auch so sehen könnten. Ja. Also ja, vielen Dank nochmal, also der Hinweis mit der Emergenz. Also ich bin nicht ganz sicher, ob es sozusagen Ihr Gedanke ist, aber ich sehe da wirklich ein Potenzial drin, auch nochmal jetzt als Antwort auf Peter Seeler, wo es wirklich dieses Problem gibt, was ist mit dem Berg oder mit dem gegenteiligen Objekt, wenn Sie jetzt hartgesottener Materialist und Realist sind, würden Sie sagen, da emergiert irgendwie nichts, ja, der Stein bleibt der Stein, ich kann, das ist dann so, weil die Frage ist dann eigentlich, ist Resonanz ontologisch zwischen mir und dem Stein oder nur psychologisch in mir eigentlich, ja, und Emergenz wäre irgendwie, vielleicht entsteht da was dazwischen und das würde ich auch sagen, das sagt übrigens auch Taylor und Barat, die Frage ist, wie ich das darstelle und ich will, aber eins scheint mir völlig klar und das muss sogar Peter Seeler einräumen, der Witz ist, was der Berg an sich ist, wissen wir nicht. Das würde eigentlich jeder sagen, mindestens philosophisch seit Kant. Ich weiß es nicht, sondern der Berg ist immer ein von mir Erfahrener. Und auf der Ebene emergiert natürlich etwas. Übrigens, das gilt immer. Also ich habe es wirklich mal mit dem Berg, finde ich, da habe ich habe mir schon einen abgebrochen an dieser Frage. Also die Frage ist, es gibt zum Beispiel einen Berg, wenn ich bei mir im Schwarzwald aus dem Fenster gucke, steht da der Sentis. Ja, das ist der einzige Berg, den ich so richtig schön sehe. Und deshalb ist er irgendwie mein Lieblingsberg. Und dann habe ich mich schon oft gefragt, weil ich gucke dann immer morgens oder auch abends, ob er da ist und mir zuwinkt. Und dann habe ich gedacht, okay, also das Ding ist ein toter Steinhaufen. Ja, du bildest dir da was ein, logischerweise. Das Problem ist natürlich, in dem Moment, wo ich mal auf dem Steinhaufen, erstens ist gar nicht klar, was der Steinhaufen ist, weil du kannst bei so einem Berg gar nicht sagen, wo der anfängt und aufhört. Ja, also Sentis als Berg ist eindeutig eine Projektion allenfalls, weil wo der anfängt und aufhört, kann ich nicht sagen. Und ob das jetzt nur Steine ist, ob das Wetter oder so mit dazugehört, ist schon ganz schwierig. Aber was klar ist, ist, dass in dem Moment, wo ich da mal draufgehe oder nachgucke, und ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn ich draufgehe, ist er für mich was anderes. Der Sentis, mit dem ich dann morgens oder abends in Beziehung trete, ist ein anderer, wenn ich mit ihm mal in Resonanz war, weil ich zum Beispiel draufgestiegen bin. Und mir hat tatsächlich mal ein Journalist, mit dem ich diese Frage auch diskutiert habe, der hat gesagt, er hat sich jetzt die Resonanztheorie anverwandelt oder hat das Buch gelesen oder so. Und es hätte echt mit ihm resoniert. Und da habe ich auch gedacht, ja, das Buch hat sich dadurch aber nicht verändert. Und dann hat er gesagt, ja, aber die Resonanztheorie schon. Weil ich vertrete die jetzt zum Beispiel für meine Hörer oder so, war glaube ich ein Rundfunkjournalist, oder ich erzähle sie meiner Freundin und das, was ich der da erzähle, ist was anderes wie das, was ich intendiert habe. Und dann habe ich gedacht, ja klar, hat er recht. Und wenn ich dann wiederum das höre, was er aus der Resonanztheorie macht, ist auch meine eigene Konzeption dessen, was Resonanz heißen könnte, ein bisschen eine andere. Und in dieser Sinne, in der Dimension der Beziehung zu den Dingen emergiert permanent neuer Sinn oder Neues. Also insofern kann ich dem durchaus was abgewinnen. Die beiden anderen Fragen, also ich würde übrigens wirklich sagen, Resonanz ist nicht nur mehr als Anerkennung, also weil es halt auch Ding oder das Umgreifende sozusagen bestimmt, sondern es ist sogar noch im sozialen Geschehen was anderes. Ja, also ob wir miteinander in Resonanz treten zum Beispiel, ist was anderes, als ob wir uns anerkennen. Ja, Sie mögen mich wertschätzen oder ich Sie. Das ist irgendwie sozusagen, das ist eigentlich dann bei mir und bei Ihnen. Aber Resonanz ist das, was zwischen uns als dynamisches
Aufscheinen entsteht eigentlich und eine transformative Wirkung enthält. Und zum Beispiel, man sieht die Differenz auch darin, dass der Hornet sagt, man kann um Anerkennung kämpfen. Kam von Anerkennung, heißt sein Buch. Um Resonanz können sie irgendwie nicht kämpfen. Ja, wir können uns darum bemühen, aber ich kann sie nicht erzwingen in irgendeiner Form. Also würde ich sagen, das ist schon was anderes. Aber die Frage ist jetzt wirklich, kann ich nicht Resonanz in der kann ich nicht sowas wie Resonanz erfahren durch Verdinglichung, ja? Also irgendwelche Gewaltausübungen oder sexuelle Geschichten oder so, wo das andere wirklich verdinglicht wird. Das ist nicht leicht zu sagen. Also meine Intuition ist tatsächlich, dass mit einem anderen Menschen in Kontakt zu treten, mit seinen Augen und seiner Stimme und eigentlich auch seiner Körperlichkeit, ist sowas wie ein Resonanzappell. Ich glaube wirklich, wenn Menschen sich in die Augen blicken, emergiert daraus, da würde ich auch Emergenz sagen, sowas wie ein Resonanzsinn, übrigens auch eine adornische Intuition. Und ihnen jetzt eine reinzuhauen in dieser Situation, ist extreme Verdinglichung, ist eigentlich eine Resonanzbeschädigung. Und ich glaube, die hängt mit einer Art von Selbstbeschädigung zusammen. Ich habe das versucht, mit Ferdinand Suter Lüthi zu beschreiben, der Gewaltphänomene angeguckt hat, weil es gibt noch ein konzeptuelles Problem, ob man nicht sowas negative Resonanz nennen kann. Und das Interessante ist, dass Suter Lüthi sagt, der hat eine ganze Reihe ist ein Soziologe aus Frankfurt, von jugendlichen Gewalttätern untersucht, also die gewalttätig geworden sind. Und er hat gesagt, eigentlich kann er biografisch bei allen von denen zeigen, dass da an der Wurzel oder halt biografisch Erfahrungen extremer Ohnmacht lagen, dass sie entweder selber verletzt wurden oder mit ansehen mussten, wie naheliegende Menschen verletzt oder massiv missachtet wurden. Und da fehlt es halt an Selbstwirksamkeit. Ja? Sie konnten nicht antworten, sie konnten nichts tun. Ja? Sie hatten eigentlich keine eigene Stimme in diesem Sinne. Und dann machen sie irgendwann die Erfahrung, er nennt es epiphanische Momente, ich muss nicht das Opfer sein, ich kann selber sozusagen aktiv sein. Ich mache extreme Selbstwirksamkeit, indem ich dem anderen aufzwinge, wann er wie schreit. Und ich glaube, das ist eben in beidem Sinne nicht die Selbstwirksamkeitserfahrung der Resonanz, wo ich die eigene Stimme mit einer anderen Stimme in Beziehung setze, sondern wo ich feststelle, ich kann dich zum Schreien bringen. Das ist aber eigentlich, ich nenne es Entfremdungsresonanz. Ich erfahre meine eigene Entfremdung der fehlenden Selbstwirksamkeit dadurch, dass ich sie in die gleiche Lage bringe. Es stellt aber keine Resonanzbeziehung zwischen uns her. Deshalb glaube ich tatsächlich, diese Form von Erfahrung kann Lust sein, also definitiv, aber nicht eine Resonanzerfahrung. Ja, deshalb versuche ich das konzeptuell dazu unterscheiden. Und die Sache mit der Eigentlichkeit, also Eigentlichkeit, die Frage wäre, wie sich Eigentlichkeit zu Authentizität verhält. Ich würde jetzt aber erstmal sagen, ich lese sie ähnlich. Das Authentische ist irgendwie das Eigentliche. Und da sehen Sie ziemlich schnell, wo das Problem liegt. Also ich hatte in meinem Taylor-Buch habe ich es über Authentizität versucht. Da wollte ich irgendwie sagen, Menschen müssen authentisch sein können, um sowas wie eine stabile Identität zu finden. So, und dann habe ich von allen Seiten her ordentlich Feuer gekriegt, einschließlich von feministischer her, weil Identitätstheorien immer sowas wie, dann darf man sich nicht ändern und dann ist man irgendwie festgeschrieben, ne? Und dann muss ich eben so sein, wie ich immer war. Und tatsächlich würde ich sagen, die interessantesten Resonanzerlebnisse sind solche, wo ich eben nicht dem authentischen eigentlich oder eigenen, sondern einem ganz anderen begegne und jetzt ist der entscheidende Punkt eben und mich verändere. Ich muss nicht mehr meine Eigentlichkeit in irgendeinem Sinne bewahren, um in Resonanz treten zu können. Ich würde sogar sagen, das Ergebnis von Resonanz ist eben, dass ich danach ein anderer bin. Und da wird Authentizität, Eigentlichkeit und Identität schwierig. Also es ist nicht das Erfahren der Bestätigung dessen, was ich schon immer war, sondern es ist eigentlich diese Art von Begegnung, die mich lebendig hält. Ich würde sagen, in Lebendigkeit liegt dieser Funke, dieser Moment von Transformation. Und das geht mit Identitäts- und Authentizitätstheorien relativ schlecht. Wobei ich trotzdem sagen würde, ich glaube, diese Sehnsucht nach Authentizität ist natürlich schon die Sehnsucht, eine eigene Stimme zu haben, die ich nicht verstellen muss sozusagen und auch ein Verhältnis zu haben, ein unverfälschtes Verhältnis haben zu können mit einem begegnenden anderen. Ja, da ist natürlich also ganz viel von dieser Authentizitätssehnsucht und von dem Diskurs ist ganz nahe an einem Resonanzdiskurs. Das ist eigentlich nur eine Nuance, die die beiden da unterscheidet. Gut. Meine Damen und Herren, wir könnten uns ewig weiter unterhalten, aber wir machen hier mal einen Cut und Hartmut Rosa kommt bald wieder. Und dann diskutieren wir natürlich diese ganzen offenen Enden weiter. Nee, das machen wir schneller. Was ich ihr noch kurz sagen wollte, ist Folgendes. Wir sehen uns, soweit Sie Lust haben, am 24. April wieder, dann geht's weiter. Und wir befassen uns dann mit einem Thema, das auch mal verdient, diskutiert zu werden, Hartmut. Es geht nämlich dann um Superhelden, die Figur der Superhelden in der liberalen Demokratie und im neuen Autoritarismus. Das ist nicht uninteressant und wir sind an Dietmar da dran, dass er dann auch wirklich kommt. Was ich zweitens noch unbedingt machen will, ist Ihnen danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie sind noch auf ein Getränk eingeladen. Sie sind sehr viele, deswegen kann ich nicht versprechen, dass jeder jetzt genug kriegt, aber es ist auf jeden Fall was da.
Und wenn Sie zufällig über diese Veranstaltung informiert werden wollen, wenn Sie es nicht eh schon, also irgendwie müssen Sie es ja erfahren haben, aber ich meine, es gibt auch noch die Möglichkeit, eine E-Mail-Adresse zu hinterlassen, dass wir Ihnen dann die Termine immer sagen können. Haben Sie einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank.